Dies ist ein Selbstgespräch in einer neuen Art und Weise. Wir fangen mal an gleich, wir steigen direkt ein mit der Frage, gibt es eine objektive Realität? Dazu sollte man sich erstmal selber die Frage beantworten, was ist eigentlich objektiv und was ist die Realität? Das wird hier in diesem Video mit den Begriffen Idealismus, Realismus und Konstruktivismus in Verbindung gebracht. Und die Erkenntnis wird sein oder sollte sein, dass alles das, was diese Pixelfiguren da in den Videos nachplappern oder vorplappern oder rezitieren, dass das mit der wirklichen Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass das alles nur logische Konstrukte aus dem Schwamminhalt heraus sind. Okay, die Realität. Als Realität wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Re Ich misse mich jetzt immer ein bisschen ein, ich bin sehr sprachgeschädigt, weil ich ja alles tausendfach erklärt habe. Die Betonung ist das allgemeine Sprachgebrauch. Was ist ein allgemeiner Sprachgebrauch? Das ist das, was mir sprachlich logisch erscheint. Und meine eigene Logik bestimmt damit die Gesamtheit des angeblich Realen. Als real gilt zum einen etwas, das keine Illusion ist. Wichtig. Moment. Illusion. Was ist eigentlich eine Illusion? Im engeren Wortsinn ist eine Illusion eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. In einem weiteren Wortsinn werden auch falsche Interpretationen und Urteile als Illusion bezeichnet. Das klassische Beispiel im Holofeeling. Was ist, wenn du eine Zeitung liest? Was ist da und was interpretierst du rein? Was ist das? Was ist das? Eine Illusion als falsche Wahrnehmung. Ein Wasserhahn, der scheinbar Wasser spendet, obwohl er gar keine Wasserzuführungsleitung besitzt. Nein. Das ist ein Bild, ein Pixelbild. Das ist das, wenn ich immer sage, Kat. Und ich bin tiefsach in der Physik im Mittelpunkt Gottes. Genau das eingegangen, dass nahezu alles, was du siehst, Illusionen sind. Eine Erdkugel, ein heliozentrisches Weltbild, es sind schlichtweg und einfach Vorstellungen, die du aufgrund vom Hirnsaugen in deinem Kopf als Vorstellung aufbaust. Wenn du jetzt zum Beispiel Erdkugel hörst, dann was denkst du? Das ist ein Wort und das Wort löst in dir eine Vorstellung aus. Aber dieser Gedanke hängt wiederum ab von deinem Sprachgebrauch. Das heißt, alles, was keine Illusion ist, ist real. Es ist natürlich dieses Wort real als Ding an sich wieder genauer betrachtet, haben wir trotzdem mal die Möglichkeit, uns das etymologisch anzuschauen. Real, dinglich, sachlich, wirklich, tatsächlich, der Wirklichkeit entsprechend. Entlehnt aus dem spätlateinischen realis, wirklich, die Sache betreffend. Was ist die Sache? Sachlich, wesentlich, lateinisch res, Sache, Ding. Danke. Großheim, ja. Da muss ich Großheim. Sache, Gegenstand, Ding, Angelegenheit, Aufgabe, Rechtssache, Rechtsstreit, Angelegenheit, Ursache, Ding, angelsächsisch Sacker, auch Gericht, Feindschaft, Schuld. Weiß welches? Ding. Großschreiben. Groß. Da musst du groß reinschreiben. Ding. Germanische Volks- und Gerichtsversammlung. Du stehst jetzt vor Gericht.
Und real kann ich jetzt, wenn ich mir das ausspreche, ich habe das erste Mal zwei Möglichkeiten. Wir haben das erste Mal unser Re im Lateinischen. Drauf gehen. Re bezeichnet in der Zusammensetzung teils zurück, teils entgegen, wie in Reluctor und in übertragener Bedeutung. Wir wissen, eine Reformation, eine Restitution ist ein Zurückkehren in All. Ein Zurückkehren zu Gott. Wenn du der Schöpfergott bist, ich kann das immer nur erwähnen, du bist als träumender Geist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du schöpfst. Alles, was du dir ausdenkst, was du dich vorstellst, ist in dem Moment die Arbeitszeit, im selben Moment der Zurückweiser deiner Information ist. Okay? Also ich habe jetzt das nur mal kurz angesprochen. Und jetzt fangen wir hier mal an. Bitte genau zuhören und ich gebe meine Kommentare dazu. Beziehungsweise heute, weil ich mich sehr hart tue mit dem Sprechen. In diesem Video geht es um das Thema: Gibt es eine objektive Realität? Das ist eine hochphilosophische Frage. Dümmste Sache der Welt. Wenn ich weiß, was ein Objekt ist, ich erspare mir jetzt ellenlang auf das lateinische Wort Objektus einzugehen. Ein Objekt ist irgendein Ding, das du dir anschaust. Was du anschaust, ist gleichgültig, ob du das jetzt denkst, ein grünes Mattbrettchen, die Erdkugel. Das sind Dinge. Oder ob du das sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information, sprich aus deiner Verabredung sein und das, weil du das realisierst. Sobald irgendeine Information da ist, ist diese Information ein Ding. Und eine objektive Realität ist sicher für dich in Bezug auf deinen Sprachverständnis ist ein Ding, irgendein Gegenstand. Und ich sage, ob es objektive Gegenstände, Realitäten gibt. Selbstverständlich. Schau doch einfach in das Zimmer rein, oder schau den Computer an. Der Computer setzt in einer gewissen Entfernung vor dir als Objekt in Erscheinung, das ist aber hundertprozentig sicher deine Information. Sonst könntest du ihn jetzt ja nicht sehen. Und pass auf, wenn du den jetzt anfängst, geh mal zur Tastatur hin, nimm das Ding und heb es hoch. Dann entsteht Gewicht. Das ist eine sinnlich wahrgenommene Information, ist dieses Gewicht, beziehst du auf dieses Objekt. All das ist doch jetzt, wenn du es machst, natürlich nur, wenn du es denkst oder anschaust. Also sich die Frage zu stellen, ob es objektive Realitäten gibt, ist die dümmste Frage, die es gibt. Das ist kein philosophisches Problem, ist doch krass. Schau einfach, was jetzt da ist. Aber mach dir bewusst, dass das, was jetzt da ist, in dir drin ist. Es ist deine Information. Und Das Problem ist, in dem Sprachverständnis meinen die, dass das, was jetzt da ist, unabhängig von innen und außen existiert, auch wenn es nicht da ist? Das wird hier aber gar nicht angesprochen. In dem Moment, wo du ein ziemlich wahrgenommenes Objekt siehst, das hundertprozentig deine Information sein muss, ist es doch da. Ich sage als Brüssel-Uso immer, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie als Ding an sich. Das hat aber mit Realität nichts zu tun, weil es was kommt, ein Dogma sagt, Realität ist eine unabhängig von dir da außen existierende Welt, unabhängig von dir, die auch dann existiert, wenn du die Dinge nicht anschaust und dass die Dinge, viele Dinge in der Vergangenheit schon waren, bevor du sie gedacht hast. Und das ist die Trümpferei, das kannst du nicht mal überprüfen, wenn du wolltest, das ist Lüge. Das, was du überprüfen kannst, ist das, was jetzt da ist. Und es ist halt einmal so, dass jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Und jeden neuen Blickwinkel aus deiner Verabrede, wenn du jetzt deinen selbst ausgedachten Kopf drehst.
wenn es das Tau zur Tür hängt und Tau die Tür sind geahnt. Wo war die Tür und die Tür sind? Die hat noch existiert, Punkt. Es waren Worte und diese Worte, wenn du denen empfängst, ändern das Bild aus deiner Farbe. Aber die Bilder kommen alle aus dir. Ich habe diesen Typen lange, lange Zeit für ziemlich verrückt gehalten, seine Theorien für abstrus und habe gesagt, so ein Quatsch, es gibt doch eine objektive Realität. Ganz eindeutig. Dann habe ich angefangen zu gemerkt, dass das eigentlich so ein hohles Geschwätz ist, wenn es die kleinste Kleinigkeit, wenn es doch selbstverständlich gibt, dass du kannst doch sinnlich wahrgenommene Objekte wahrnehmen. Erleben mit Gewicht, mit Temperatur, mit Warm und Kalt, wenn du sie anfährst, das bezweifelt, der bezweifelt es ja. Eigentlich bezweifelt es nicht, es ist bloß das Thema, ist das Zeug da außen, der hat nichts damit zu tun, ist doch, mit wem sollte denn eine Information, die von dir selbst erschaffen wird, mit wem sollte ein Gedanke und immer daran denken, auch deine ganzen sinnlichen Wahrnehmungen müssen in dir drin sein, dass du sie wahrnehmen kannst. Zu dem Gehirn kommen wir später noch. Diese Kleinigkeit, ich nenne das immer der Kabelstecker. Wenn der Kabelstecker fällt, wie Abel, wenn du den Geist, wenn du der Keim bist, der uns sieht und flüchtig geworden ist, und du den Keim, der schreibt der Kabel, in dir erschlagen hast, bist du nur noch ein geistloser Zombie, der noch ist. Zu studieren. Und es hat einige Zeit gedauert, bis ich auf einige Theorien gestoßen bin und Sichtweisen. Aber interessant ist, er stößt immer in sich auf etwas, was in ihm auftaucht. Irgendein Buch, irgendein Professor, der was erzählt, irgendeine Internetseite, irgendein Internetvideo. Und jetzt erst danach. Jetzt schauen wir mal, auf welche Theorien, auf welche Sichtweisen er gestoßen ist. Und ich sage jetzt von vornherein nochmal, ich tappe hier vor mich hin, Entschuldigung, das ist natürlich jetzt nur Worte, jetzt denkst du dir auch bloß wieder aus, dass er wieder Worte hört und egal welche Internetseite, welche Theorie du mir zeigst im Internet oder in einem Buch, ich zeige dir tausend Internetseiten und Bücher, wo zum selben Thema es ging, aber gegenteil was anderes behauptet wird. Das ist die Welt der Perspektiven, die übrigens genauso richtig sind. Du musst dich bloß auf diese Logik einlassen, die da im Hintergrund einige philosophischen Lehren und mich wieder mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Aber eher nebenbei. Ich habe diese Theorien einfach ein bisschen durchgekaut und verstanden und irgendwann bin ich zufällig in eine Richtung geraten, dass ich selbst gar nicht mehr davon ausgegangen bin, dass es eine objektive Realität gibt, beziehungsweise ich habe gesagt, diese Frage können wir gar nicht beantworten. Selbstverständlich, du kannst dir alle Fragen selbst beantworten, wenn du weißt, wer du selbst bist. Aber solange deine Antworten darin bestehen, dass du von ein, zwei oder mehreren Möglichkeiten, das ist das Schöne an dem Internet. Du hast mit dem Internet einen unheimlichen Zugriff auf Wissen. Und ein Satz, den ich schon vor Jahren, hier und jetzt gedacht, natürlich in der Vergangenheit immer wieder heruntergepredigt habe, dieses Smartphone, ein kleines Accessoire im Schultanzen eines neunjährigen Kindes, ist ein Zugriff im Hier und Jetzt auf Wissen, was man sich in der jetzt ausgedachten Welt vor 20, 30, 40 Jahren nicht in den kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass ich sofort, stell dir vor, ich sage immer als Uwe, ich habe ein Smartphone in meinem Gehirn und ich bin bei dem das. Ich sehe jedes Mal hundertprozentig eine Million. Wer wird Millionär, meint Udo? Ja, genau so ist es. Weil egal welche Sorge ihr mir stellt, ich kann es im Internet nachschauen. Aber das Problem ist, wenn du eben nützliche Fragen hast, dass wirklich das Internet auf jede Frage dir eine Antwort gibt, auf jede Sorge, und das Schöne oder das Problem ist nicht nur eines, sondern tausend verschiedene. Du wirst letztendlich von den vielen Antworten, die du im Internet findest, wiederum nur eine aller einzige als Richtung, als These, als Theorie, als richtig ansehen. Ist jetzt der Busen der Loser oder der Böse? Es geht hier nicht um irgendeinen Busen, den du dir jetzt denkst, der unabhängig von dir da außen existieren würde, sondern es geht darum, welche Internetseite du nachäffst.
Eine wirkliche Antwort könntest du dir nur geben, wenn du längere Zeit mit deinem Bruder auf der Brüsselebene zusammengelebt hättest. Und du kennst diesen Menschen, das ist doch, ich kenne den seit 20 Jahren. Und selbst da gibt es noch Fälle, dass du ihn 20 Jahre kennst und komplett geschockt bist, weil keiner gedacht hätte, dass der im Hintergrund so ist. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Und irgendwann, jetzt vor einem Jahr ungefähr, habe ich mal zurückgedacht und musste mich an diesen Mitschüler erinnern und wie unrecht ich ihm damals getan habe, als ich ihn einfach nur als verrückt dargestellt habe. Mittlerweile gehe ich nämlich gar nicht mehr dieser Frage so direkt nach, sondern ich weiche ihr aus. Warum ich das tue, dazu werden wir im Laufe des Videos kommen. Diese Frage zu beantworten, da gibt es sehr viele Philosophen, die es versucht haben, und man kann die Philosophen. Siehst du, es ist keiner mehr bestrebt, selber zu denken, weil jeder sagt, ich habe ja eh keine Ahnung, ich muss einen Fachmann fragen. Und jetzt passiert das mit Holofilien, dass ich sage, zeige mir, ich bin OP, zeige mir die Weisen deiner Welt. Und ich werde dir zeigen, dass das vollkommen geistlos nach irgendwie Affen sind. Hätte man denen an der Uni was anderes erzählt, dann machen wir nämlich dasselbe, dann würden sie dir was anderes erzählen. Nur sehr, sehr wenige Geistesstunden existieren in Form von Blößen, die wirklich sich eigene Gedanken gemacht haben. Und da geht es nicht mehr um Wissen, sondern um Weisheit. Das ist die Ursache von Holofeeling. Dass ich zuerst einmal akzeptiere, dass ich sage, alles, was ich erlebe, muss eine Information von mir sein. Ich bleibe Ausgangsbasis der materialistische Glaube. Es muss in meinem Kopf sein. Aber es ist natürlich das Problem, dass der Kopf, den ich jetzt denke, das ist ein Gehirn drin. Da muss es ja in meinem Gehirn sein. Das ist schon wieder die nächste Falle. Ich sage immer, du bist ein träumender Geist und für einen träumenden Geist existiert nicht der Kopf, an den ein angeblich wacher Mensch denkt, wenn er an seinen Kopf denkt. Er denkt sich dann zwar auch einen Kopf aus, aber der Kopf, den er sich jetzt im Traum ausdenkt, der weiß ja, der ist eine Information von mir. Weil ich träume ja und ich glaube, meine ständig wechselnden Informationen. Ganz grob in zwei Kategorien aufteilen. Das ist ganz grob. Ein Philosoph, der sich noch tiefer mit dieser Materie beschäftigt, würde sagen, ja, nur in diese zwei Kategorien das einzuteilen, ist ein bisschen zu grob. Aber der Einfachheit wegen kann man das durchaus machen. Man kann sagen, es gibt Theorien, die dem Realismus zuzuordnen sind, und es gibt Theorien, die dem Idealismus zuzuordnen sind. Das sind Bald vorne weg. Das ist die große Sorge. Es gibt einen Nobelpreis. Wir denken uns jetzt einen dieser Philosophen aus. Das ist Popper, geordnet. Sir Popper. Können wir zwar mal die Lebensgeschichte von dem studiert. Hochinteressant. Habe ich auch in älteren, sehr alten Selbstgesprächen einiges erzählt, schon in den anderen Vorträgen. Das erste Problem ist, dass man hier einen Fehler macht. Realismus, heute gibt es aber nochmal ein, bitte. Der Begriff Realismus umfasst eine Vielzahl philosophischer Positionen, nach denen vom menschlichen Bewusstsein unabhängige Phänomene existieren. Nichts ist unabhängig vom Stopp! menschlichen Bewusstsein. Das heißt, so diese Aussage, vom menschlichen Bewusstsein unabhängige Phänomene. Das tun wir gleich streichen, ich mache das immer einfach auch bei Poppe. Er spricht von Realismus, wie die meisten. In dir ist in deiner Programmierung so fest drin, Realität ist eine da außenseinende, unabhängig von dir existierende Welt. Ich sage sich einfach jetzt als geistiger Mensch. Das ist der Plus des zweiten Gebotes. Tausende Mal sage ich, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bitte achte, wir kommen da gleich drauf. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ein ewiger Geist, du bist ein Gotteskind. Ein träumender Geist ist ein Gott, das ist ein Adam, denke und ausgedachtes gleichzeitig. Weil jeden Gedanken, den du jetzt denkst, jeden Gedanken,
erzeugt in dir eine Information, die zwangsläufig mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Und eine neue Information auftaucht. Gleichzeitig, ob es jetzt wirklich nur, ich nenne es einmal feinstofflich, wirklich bewusst ein Gedanke ist, zum Beispiel jetzt an der Grüne des Mastmännchen, oder du denkst an eine Erdkugel. Wo ist eigentlich der Unterschied? Wo ist der Unterschied, ob du an Lumpenstückchen denkst oder an Putin? Oder Hitler? Es sind erst einmal Worte und es ist wie eine Aufgabe, eine Eingabe in einem Programm, in einem Computer und dann wird das Wort Hitler, wird ein gewisses Wissen freischalten in dir. Und das ist in dem Moment alles gleichzeitig so. Weißt du, was Hitler ist oder wer das war? Und dann sagt jeder normale Mensch, ja. Ein Geistreich weißt du. Das, was du jetzt denkst, ist geistlos nachher ist eine Einseitigkeit aus dem großen Internet. Also Realität ist nicht Materialismus. Also unabhängig von Menschen, die auf uns einwirken und die wir sprachlich bezeichnen können. Realistische Thesen, Grundannahmen, werden in verschiedenen Problembereichen und bezüglich verschiedener Thesen, das sind auch wieder Axiome, diskutiert, sodass jeweils von einem bestimmten Realismus gesprochen wird. Als metaphysischer oder ontologischer Realismus wird die Annahme einer denkunabhängigen Existenz einer Realität angenommen. Das gibt es nicht. Wie zum Beispiel ein Universalienrealismus oder ein Realismus bezüglich natürliche Arten bla. Oder andere. Jetzt ist es ja so, in den vorherigen Selbstgesprächen, wenn ich mal vorherigen Sachen sind, weil hier sind ja hunderte von Selbstgesprächen und bisschen da bin ich auf Meter eingegangen, auf Physik, auf Ontologie. Jedes dieser Worte, wie ich immer sage, wäre es jetzt wert, 2 Stunden drüber zu reden, wenn du das nicht weißt, verstehst du es eh nicht. Wir machen es ganz einfach. Es ist eine vollkommene geistlose Lüge. Und es geht jetzt um Schwören. Kannst du es beschwören? Und ich sage, alles, was du glaubst, und jetzt nochmal ein Satz, den ich immer wieder wiederhole, ich beweise dir, dass 99,999 Prozent, können wir jetzt eine Woche lang 999 sagen, all dessen, was du in einem Wahn lebst und glaubst, das ist 100% sicher bewiesen, dass ich von meiner Mutter geboren wurde. Dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du weißt. Alles, was ich dir erzähle mit Fotografien, kann jeder 13-Jährige, sobald er ins Internet geht und in die Internetseiten schaut, sofort überprüfen. Wenn ich dir sage, was Meta bedeutet oder Fakten, es sind die Menschen um dich herum, sind Vollpfosten. Und jetzt kommt das Schlimme, das sind Spiegelbilder von dir. Es sind, du spiegelst diesen Deppen raus, ich demonstriere deine Geistlosigkeit an den Menschen, die du um dich herum ausdenkst. Lass es. 2 Strömungen, die man so gegenüberstellen könnte. Nochmal, der Idealismus heißt, es ist alles nur in meinem Kopf, es sind alles nur Ideen. Und da mache ich nur mal eine alte Erkenntnis, wenn du jetzt in den hinduistischen Glauben gehst. Im Hinduismus, in der Srimad Bhagavatam, da wirst du, als Hinduismus natürlich Sanskrit geschrieben, gibt es eine ganz große Erkenntnis, da heißt es, es gibt nur einen aller einzigen Glauben, der noch geistloser ist wie der Materialismus, und das ist der Buddhismus. Und wir sehen Menschen mit normaler Bildung, die meinen, Indien hat was mit Buddhismus zu tun. In Indien gibt es weniger Buddhisten wie Christen. Buddhismus ist nicht Indien. Muss man, müsste man sich wieder informieren, breit gefächert aufgestellt informieren. Und ich erwähne jetzt, diese Aussage ist übrigens richtig. Ich erwähne, wo das Problem am Materialismus liegt. Ein Materialist, der ist selbstverständlich davon überzeugt, dass wenn er jetzt was anschaut, dass in dem Moment, oder er denkt sich was, dass in dem Moment, wo er das nicht mehr denkt oder nicht mehr anschaut, dass das trotzdem noch da außen ist, auch wenn er nicht hinschaut. Und das ist eine Geistlosigkeit, weil das als sicher anzusehen, du kannst dich ja nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Um etwas zu überprüfen, muss das, was du überprüfen willst, da sein.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Erdkugel denke, dann ist der Gedanke an eine Erdkugel da. Und sobald ich die nicht mehr denke, ist die Erdkugel wieder weg. Wenn ich jetzt glaube, diese Erdkugel, die ich in meinem Kopf, in meinem Traum als Gedanke erschaffe, dass sie unabhängig von mir da außen existiert, auch wenn ich nicht dran denke, und ich mich als Trockennasenaffe, mein Körper auf diese Erdkugel befinde, mein Körper existiert übrigens auch nur, wenn ich an ihn denke. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, es ist hundertprozentig sicher, dass dieser Körper auch dann so ist, wenn ich nicht an ihn denke, ist das vollkommen eine Demonstration von Geistlosigkeit. Drum sagt hier der Hinduismus in dieser Lehre über die Sorgen, dass es nur eine Lehre gibt, die noch geistloser ist wie Materialismus, weil das ist ja ziemlich doof. Das als hundertprozentig sicher zu betrachten, das ist der Buddhismus und ich weiß, der Lehre so. Weil der, ein Buddhist ist so doof, dass er was sieht, ein objektives Ding sieht und sagt, das existiert eigentlich gar nicht. Es ist ja doof, wenn ich glaube, dass etwas, was ich nicht sehe, das überhaupt nicht existiert im Moment, dass das trotzdem da ist. Aber also du bist, der sieht was, sogar sinnlich wahrgenommen und sagt, das ist ja alles nur Maya, das ist ja nur Illusion. Aber lieber das nochmal mit der Illusion. Eine Illusion ist eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wenn du auf dem Fernseher trittst, siehst du keine Fußball und keine Menschen, sondern du trittst auf dem Monitor mit deiner Lämpchen. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und dann kommt die Vergangenheit, ja, das ist ja nur bei der Film, ist deine Vergangenheit aufgenommen, wird. Kannst du es beschwören? Eine Vergangenheit, die du jetzt mit deiner Logik erschaffst. Aufpassen. Der Realismus beantwortet diese Frage, die ich jetzt auch mal als Frage kennzeichne, mit einem Fragezeichen, mit ja, es gibt eine objektive Realität. Du merkst es schon, selbstverständlich gibt es sie, er müsste dazu sagen, es gibt Objekte, Dinge, da außen in einer Welt, auch wenn keiner da ist, der das anschaut. Das ist einfach nur ein blinder Glaube. Das kann man komplett wegschreiben. Das steht übrigens in der Philosophie schon, der berühmte Bischof Begele mit seinem Baum. Macht ein Baum ein Geräusch im Wald, wenn er umfällt, wenn keiner da ist, der das beobachtet? Ich sehe noch, dass es weiter existiert, dieser Baum überhaupt, wenn keiner da ist, der sich ein Baum aussetzt. Die Frage beantwortet sich von selbst. Das ist, was ich sage. All deine Fragen beantworten sich von selbst, wenn du anfängst, auf mich zurückzugreifen. Wer bin ich? Ein Geheimnis, ich bin du. Ich bin wirklich du. Bloß einen Schritt höher im Bewusstsein weiterentwickelt. Der Idealismus, er, der beantwortet diese Frage eher mit Nein. Also der Idealismus sagt, es existiert bloß die Idee, nur die Idee, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Jetzt muss man natürlich wissen, was das griechische Wort Idee eigentlich bedeutet. Und da wird es jetzt schon wieder mal in einem gewissen Maß, was dich wundern. Eine Idee ist das einmal das, was du ansehen kannst. Einige. Eine äußere Erscheinung. Jede Idee ist eine äußere Erscheinung. Jetzt genau aufgepasst. Wir müssen das Prinzip des Sinnes selbst verstanden haben. Es gibt in dir einen Punkt, einen unendlich kleinen Punkt, den nennen wir All oder L. Das Alles kann alle Verkäufe annehmen. Ist nur das Baum öffnen. Das ist Gott. Das ist auch der Mächtige, die Obermacht, aber er ist auch nichts. Ist auch ein Geist, der stresst, ohne zu träumen. Da ist nichts. Weil das eine bedingt das andere. So wie ein Wellenberg ein Wellental braucht und ein Oben ein Unten braucht, ist ein Geist erst dann ein träumender Geist, wenn er träumt. Das ist ein Geist, der nicht träumt. Gott, nicht. Und in dem Moment, wo er zum Träumen anfängt, ist er ein Schöpfergott. Das sind diese zwei Seiten. Und jetzt bitte, ich wiederhole das immer und immer wieder. Ich habe nicht mehr so viel Zeit in deinem Traum. Wenn ich weg bin, wenn ich jetzt weg bin, dass ich nicht mehr in dir auftauche, ohne dass du das wirklich nicht verstanden hast. Mein Sohn, hast du Ausdruck gehabt?
eine Arschlochkarre. Du wirst 1000 Jahre, wirklich wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre, in das Hirnfeuer geschmissen und du wirst Albträume erleben. Das ist keine Drohung. Ich erwarte von dir doch nur, hör einfach diese einfachen Worte. Ich mache dir nicht Angst, du machst dir doch Angst. Halt einfach meine Gebote. Mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von dir selbst. Du musst nur in diesem Leben nur das Rot-Blau verstanden haben. Dass ich immer wieder sage, das Immerseinende, das Ewige, kann als Ding an sich nicht existieren, weil sobald es existiert, ist es vergänglich. Das existiert nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen immer gleich bleibenden träumenden Geist denke, einen Denker, einen träumenden Geist, der seine eigenen Informationen anschaut, sind diese Informationen von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, unterliegen einem ständigen Wechsel. Das heißt, der träumende Geist, und jetzt kommt es, dem wir uns das ausdenken, der jetzt ein Gedanke ist, ist immer derselbe Geist. Das ist jetzt schon blau, das ist ein ausgedachter Geist, und seine Informationen unterliegen einem ständigen Wechsel. Das ist wie These und Antithese. Aber wichtig ist jetzt, diese These und Antithese, dieser von uns ausgedachte, ewige, immer seiende Geist, die 200-Gramm oder Gnade, ist in dem Moment was Existierendes. Und dazu gehört jetzt diese ständige Veränderung, das auch existiert. Und die beiden, These und Antithese, das ist der Ausnahme. Denken und ausgedacht, das werden dann zu eins. Und ich muss jetzt gleich was reinschieben für Holofilienhausen. Ich muss da ganz kurz rein, wenn ich jetzt hier zu meiner leuchtenden Thomas Rennings. Man sollte sich eigentlich ersparen, hier Herrn Seraphim auf der Insel des Lichts gedient und sich in ewigen Paradiesinsel. Nie ist einer von ihnen von den Pfaden des Lichts und der Rechtschaffenheit. Orantia Buchschrift 27 Das Wirken der primären Supernaphim. Die primären Supernaphim sind die himmlischen Diener der Gottheiten auf der ewigen Paradiesinsel. Nie ist einer von ihnen von den Pfaden des. Das ist das andere Buch. Ich sage immer wieder, egal was du liest, bevor du das Holofilien verstanden hast, du liest das in die Erde. Das ist eine Sekte. Damals zwar den Supernaphim, aber was sind denn Supernaphim? Sagen wir doch mal noch. Kann man alles nachschauen. Gut, aber jetzt schauen wir mal hier, wenn wir jetzt da reinschauen, das ist jetzt Englisch, kein Moment, das machen wir dann mal. Das ist schon Deutsch. Ja, ist ja, weil er automatisch übersetzt hat. Mal hier, da habe ich jetzt geschafft. Oranienbuch, Sven, Oranienbuch. Machen Sie mit, das sind jetzt eine Seite. Webseite. Das sind jetzt Oranienstiftung. Das ist wieder Stiftung. Ich wollte ja mal sagen, was die über Adam und Eva schreiben. Ja, genau. Wo haben wir das gehabt? Das sollte jetzt offensichtlich nicht sein. Da. Da wollte ich hin. Siehst du bitte, was ist die Wahrheit über Adam und Eva? Die Bibel lehrt, dass Adam und Eva die ersten geschaffenen Wesen waren, die die Erde bewohnten. Aber waren sie es? Das Urantia-Buch lehrt, dass die Menschen fast 1 Million Jahre... Bla 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 bla. Es ist geistloses Sektengeschwätz, Materialismus mit Raumzeit. Es ist raumzeitliches Denken. Zuerst einmal Adam und Eva. Es gibt zuerst einmal einen Adam und der Adam ist sehr, ich glaube, der ist denken und ausgedacht. Der Adam ist ein träumender Geist.
Die Eva entsteht erst später. Und du hast nichts von Millionen von Jahren besetzt haben, was du dir denkst, weil du wieder irgendeine Einseitigkeit einer Sekte nachquatschst. Und wenn ein Thomas Lennings den Kack bei uns in die Uni reinstellt, ist es von mir ein Fehler. Verstanden hat er überhaupt nicht. Obwohl, wenn ich jetzt in die Symbole gehe, ist das natürlich alles ein bisschen richtig. Aber es ist immer noch raumzeitliches Geschwätz. Du musst dieses raumzeitliche Denken vollkommen überwinden. Und wenn sich so einer reinstreichelt, ist es in einer Sackgasse. Egal in welcher Religion, in welchem Glauben, in welcher Sekte du hängst. Ob wir das muslimisch nennen, schließen oder buddhistische Sekten, es sind Sackgassen. Es hat die Tasse. Wenn ich immer das aus die Tasse ist es Christentum. Diese vielen Perspektiven sind die christlichen Strömungen. This on Balling. Ich kann nur sagen, lest Holofilien bis zum Erbrechen und erst wenn du das verstanden hast, verstehst du die Symbole dieser Schriften. Aber lass uns weitermachen hier. Weg damit. Hirnwichserei, wie Physikbücher. Alles richtig. Ich betone nochmal, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was da in dir auftaucht, unwichtig wäre. Aber jetzt kommt genau zuhören. Achte auf den Satz. Einfach nur eigene Meinung haben, sehr aufmerksam zuhören. Und hier muss man sagen, dass sich verschiedene Idealismus haben, ne? Das ist eine äußere Erscheinung. Es ist, du denkst dir das ja aus. Aber zu einer äußeren Erscheinung gehört eine innere Erscheinung. Und die innere Erscheinung, deine Information, ist auch was Ausgedachtes. Und ist nur um das Schritt zu machen. Dieses Innen und Außen ist das Innen und Außen von einer Kamera obskurer, wo genau genommen sich alles in der Mitte, in dem Loch, in dem Zentrum befindet. Und so ist das Äußere. Das ist jetzt die Lose. Immer wieder weiß ich A, U, B. Das ist deine Beschwörungskunst, dass ich nochmals auch alles, was du beschwörst, kannst du auch realisieren. Das heißt, du kannst komplett alles verändern durch Glauben. Die Welt, die du selbst erlebst, baut auf einem Glauben auf. Du bist es auch die Zauberei, AOB, die Gruppe von Beschwörungen. Das ist es, dieser Glaube, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du bist der Richter über alles im Leben. Du bestimmst, wer die Guten sind, wer die Bösen sind. Du bestimmst, wo du herkommst und wo du hingehst. Aber alles, was du bestimmst, ist geistlos nachgeäfftes Zeug, ein zwanghaftes Nachessen von Wissen, das du nur vom Hören sagen kennst. Das ist die Realität. So, und jetzt pass auf, wie es wirklich wichtig ist, auf Kleinigkeiten zu hören, wenn ich weiß, was Worte selbst in der obersten Ebene bedeuten. Viele Theorien nicht immer einwandfrei der einen Strömung oder der anderen Strömung zuordnen lassen. Es gibt auch Strömungen, die sind irgendwo dazwischen oder lassen sich eher der einen zuordnen, vielleicht auch ein bisschen der anderen. Eine Theorie, die gar nicht gut sich einordnen lässt, ist zum Beispiel der Konstruktivismus. Und der Konstruktivismus ist ja die, Konstruktivismus ist eine Position der Erkenntnistheorie, entwickelt hauptsächlich in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Mehrere Strömungen werden aufgrund des gemeinsamen Namens manchmal irrtümlich für übereinstimmend gehalten. Die meisten Varianten des Konstruktivismus gehen davon aus, dass ein erkannter Gegenstand vom Betrachter selbst durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Sie gehen davon aus. Damit heißt es mein Geist, G und meine Existenz. Und zwischen Geist und Existenz ist eine Verbindung, weil der Geist immer nur seine eigenen selbst erschaffenen Existenzen, sprich seine Informationen, die in ihm selbst als Information zu existieren beginnen, sehen kann. Und diese Ehe, habe ich oft darauf hingewiesen, das Wort kommt von Ewigkeit, ist eine ewige Verbindung zwischen Denken und Ausgedachten. Wobei der Denker wieder, dem man das natürlich denken, immer unveränderlich ist.
Und das ausgesagt einer ständigen Veränderung unter sich. Du bist immer dasselbe im Meer. Dasselbe Meer. Du bist immer dasselbe UP. LLM 86. Ich sage, ich bin du. Unverändert. Egal, welche Wellen du ausschmeißt. Das ist meine einfache indirekte Metapher. Das sind deine Existenzen. Und jetzt gehst du davon aus, dass ein erkannter Gegenstand von dir selbst durch den Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Genauso ist es. In dem Moment, wo ich was denke, erschaffe ich in mir was und das wird so sein, bis ich erkenne, was erkenne ich eigentlich. Du wirst jetzt gleich merken, wenn es weitergeht, wie wenig du von dem, was dich gesagt wird, erkennst. In der Fachsprache ausgedrückt, in der Fachsprache der Philosophie ausgedrückt, nehmen Sie damit eine nominalistische Position zum Universalienproblem ein. Nominal aus der Sprachwissenschaft, das Nomen betreffend, zur Wortart Nomen gehörend. Eine grammatische Einheit aus den Nomen und seinen Attributen, siehe Nominalphrase. Also ein bisschen die Nomen sind sehr entscheidend. Was mache ich aus den Nomen? Okay? Das Universalienproblem, auch Universalienstreit, Universalienfrage, Nominalismusstreit, selten auch Realienstreit, ist eines der zentralen Themen der Philosophie und betrifft die Frage, ob es ein Allgemeines wirklich gibt oder ob Allgemeinbegriffe menschliche Konstruktionen sind. Als Universalien werden Allgemeinbegriffe wie beispielsweise Mensch und Menschheit oder mathematische Entitäten wie Zahl, Relation, Klasse bezeichnet. Ein Allgemeinbegriff bezieht sich auf Merkmale, die mehrere Gegenstände gemeinsam haben, etwa deren rote Farbe, oder erfasst eine gemeinsame Gattung von Individuen, wie etwa Lebewesen. Das ist einfach nur Tetteln, wobei es geht schon um dieses Universum, Universal. Da muss ich wissen, was das eigentlich, sagen wir, das Uni, das eine, das VR. Dieses Haus steht für eine Bistabilität, das heißt, ich kann jetzt entweder hell oder dunkel denken. Außer ich gehe in Basors. Das ist ja unser Zeichen, aber da will ich jetzt mich nicht so erfüllen, da muss man was hinstellen. Und SAU heißt das Bewusstsein Gottes. Dieses Bewusstsein Gottes zeigt dir entweder eine helle, eine dunkle Seite, oder wenn du das V bei deinem Ball B.A.L. heißt in Gott, im Nichts balancieren kann, dann sind beide Seiten gleichzeitig so. Dann bist du im Zentrum der Welt, dann wirst du immer sagen, ich bin oben oder ich bin unten. So. Die Theorie, mit der ich mich immer sehr stark beschäftige, deswegen auch mittlerweile die Antwort von mir, ich weiche dem aus, denn man könnte sagen, ja, einige würden den Konstruktivismus hier zuordnen, andere würden ihn hier zuordnen, das sind aber eher weniger, die das machen. Jetzt übrigens, junge Leute, was er dir jetzt erzählt, ich höre jetzt einfach mal, wahrscheinlich denke ich mir jetzt aus, wir denken uns jetzt aus, oder ich lasse dir das jetzt denken, dass der Philosophie studiert und das, was in der Medizin, in Physik, all diese jungen populär wissenschaftlichen Videos, wo dir irgendwelche Leute was erklären, die erklären dir nicht, sondern die erzählen dir, was man ihnen erzählt hat. Was der entdeckt hat und was der gesagt hat. Und dann wird immer diskutiert und es bleibt immer das Sorgezeichen, dass das ist Problem, was stimmt. Und ich sage dir mit so sind alles. Für dich wird das richtig sein, was du denkst, dass es richtig ist. Aber hättest du eine andere Logik, würdest du eine andere innere Seite nachbleiben, dann wäre die andere Seite richtig. Und viele würden sagen, es lässt sich gar nicht zuordnen. Der Realismus, oder eher gesagt Theorien, die dem Realismus zuzuordnen sind, die gehen davon aus, es gibt eine objektive Realität. Es gibt also eine Wirklichkeit außerhalb von unserer eigenen Wahrnehmung und
die meisten Theorien gehen dann auch so weit und sagen, wir können die sogar theoretisch so wahrnehmen, wie sie ist. Eine Theorie, die hier sich eher zuordnen lässt, wäre der Kognitivismus. Auch nicht komplett, aber schon eher. Was ich dir hier zeigen will, ist, dass ich behaupte, alles sollte ein Gewissenmaß. Bleib mal. Alles, was da drin steht, stimmt. Ich sage immer wieder, was wir nie hören, dass irgendwo was Falsches drin steht. Die Frage ist, was machst du aus den Worten? Der Kognitivismus bezeichnet eine Hauptströmung der Lerntheorien. Wieder mal die Theorie. Lerntheorien sind Modelle und Hypothesen, also Annahmen, anhand derer Lernvorgänge psychologisch beschrieben und erklärt werden sollen. Der komplexe Vorgang des Lernens wird dabei mit möglichst einfachen Prinzipien und Regeln erklärt. In der Lernpsychologie werden Theorien entwickelt und mit Hilfe empirischer Unvollkommenheiten. Jede Theorie ist eine Unvollkommenheit. Es gibt keine Theorie, die nicht im Widerspruch zu einer anderen Theorie steht. Uns interessiert aber das heilige Ganze. Und du wirst jetzt entsetzt sein, wenn du irgendwann einmal, ich würde sogar sagen, wenn es sein wird, jetzt, weil in der Zukunft wird nichts passieren. Das ist, was ich immer wiederhole. Du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen. Wenn du stirbst, stirbst du jetzt. Du wirst aber auch jetzt geboren. Du bist nie in der Vergangenheit geboren worden. Dieses absolute Jetzt ist die Ewigkeit. Und darum ist es, ich sag dir jetzt, wenn du wach werden wirst, jetzt. Aber das musst du wollen. Und um wach werden zu können, musst du das nochmal wissen, dass du jetzt schläfst, weil es kann nur einer wach werden, der schläft. Wenn du jetzt glaubst, dass du wach bist in deinem realistischen, materialistischen Sinne, wirst du bis in alle Ewigkeit weiterschlafen. Sie ist vom Behaviorismus. Behaviorismus benennt das wissenschaftstheoretische Konzept Verhalten von Menschen und Tieren mit naturwissenschaftlichen Methoden, also ohne Introspektion oder Einfühlung, zu untersuchen und zu erklären. Das war jetzt interessant, du musst Menschen und Tiere, es ist kein Unterschied, weil der Mensch ist doch ein Sorgenlose, also bei eigener Definition. Ich sage immer, Tierchen gucken, beobachte die Tierchen in deinem Raum, die du Menschen nennst. Beobachte sie. Und ein Tierchen kannst du so mit Uhr beobachten, das ist das Tierchen, mit dem du dich verwechselst. Und die Bilder müssen wir jetzt auch wieder genauer anschauen. Du willst mit so viel machen, wenn du dir Selbstgespräche anhörst. Dann siehst du sehr schnell mit, dass plötzlich Worte komplett noch viel mehr bedeuten mit das, was du ihnen zusprichst oder bisher zugesprochen hast. Im Mittelpunkt des Kognitivismus stehen die individuelle Informationsverarbeitung. Ganz wichtig. Wir nehmen einen Zeitungsartikel. Das ist ein Fetzen Papier, das sind Worte drauf. Worte können entweder Geräusche sein, dass du einen Radiobericht hörst, oder du schaust auf dem Monitor oder Zeitung an, das sind jetzt halt geschriebene Worte. Einmal akustische Worte oder geschriebene Worte. Und du wirst jetzt diese Worte, wenn sie in dir auftauchen, wohlgemerkt, die kommen nicht von außen, auch wenn sie aus einer Verabredung sind, alles, was sich aus einer Verabredung in Erscheinung tritt, in einem imaginären, dreidimensionalen, illusionären Raum um dich herum. Man nennt es auch virtuell. Aber für eine Wahrnehmung muss da zuerst einmal ein Mann da sein. So, nicht so. Ja, ist klar. Wer? Der Mann. Althochdeutsch heißt der Mann wer. Das kommt aus der Werwolf her. Der Lubus. Der Lubus ist der Werwolf. Und Weh ist doppelt aufgespannt. Wir haben jetzt kein Bild, aber ich mache das oft genug mit den Fingern. Und er, das ist irgendwas, das alles in mir. Zwei. Das ist der Mann. Der Mann. Im Gegensatz zu Femina. Das war jetzt interessant, wenn man das Wort genauer anschaut, aber das spare ich mit einmal.
Die Virus facto femina, aus dem Mann wurde eine Frau. Regenbogenfarbentechnisch. Die Viru. Über den Mann ist die Frau. Was ist die Frau? Schau mal. Frau. Sid, wie Sid heißt ein doppelt ausgespanntes Kind. Ein doppelt ausgespanntes heißt Kind. Ich mach's nochmal für die Volldeppen. Das ist das Hebräische für das Kind. Der Knabe, der Sohn. Siehst du? Knabe und Sohn. Kind im Allgemeinen. Das ist dann die Zeugin. Die Zeugin, die sie auftaucht, sag mal, eine künstliche Intelligenz im Kino, die Kinos. Es gibt einen Portal Rand. Der Portal Rand sind die von dir ausgedachten Benennungen. Das äußere ordentlich. Tausendfach darauf eingegangen und ein D ist das Auf- und Abschwingen. Damals ein Damm, die geöffnete Schöpfung sind in 2 mm. Damm von ausgedammten Wasser. Das ist so die Distanz der Säule. Okay? Wir haben also hier, jetzt habe ich einen Faden versucht, ein paar Verwirrungen. Die Femina würde eine Frau, das heißt Frau, das wie ihr das doppelt ausgespannte Kind, du weißt, wenn ich die Finger spreche, ist in dir. Nur ein Mann, nur eine Frau. Ambiguus, modo vir, modo femina. Nur ein zweideutiger Mann. Ambiguus, mehrdeutig. Das ist übrigens eine aus den Maschinenübersetzungen. Aber ich will stimmen, auch wenn dann der Seine die Horde zu Beispiel stehen, aber es sind andere Perspektiven, wo er nicht akzeptieren will. Mulia conjuncta viro. Eine Frau vereint mit einem Mann. Es gibt ohne Mann keine Frau. Es gibt ohne Denker keine Welt. Es gibt kein wildes Ding da außen, kein doppelt ausgespanntes Stimme in einer Säule, der sich aufspannt. Und nochmal, der Adam ist nicht Adam und Eva, sondern der ist fähige Körper, Denker und Gedankenwelt. Und er ist weder die These, der jetzt ausgedachte ewige Mann, Denke, noch ist er, dass sich nicht verändert, der träumende Geist, noch ist er diese ständig wechselnde Information, die Frau oder das Weib, dieses Ich weiß, Weib mit scharfem S, er ist der Punkt, den man sich bei ihm mehr noch ausdenken. Das ist der ausgedachte Punkt in der Kammer Obscura, der aber nur als Sinne selbst auftaucht, nämlich als obskures, grüßes, schwarzes oder die Kamera heißt ja eigentlich genau genommen ein Gewölbe. Das ist das Gesichtsfeld aus deiner Verabredung. Ja, weil das Symbol 16, weil das ist der Spiegel. Einzeln gewesen ist es der Kopf des Schöpfergottes. Das ist der lose Kopf, der Spiegel in der Mitte. Und wenn es in diesem Spiegel Existenzen auftauchen, im Spiegel, außerhalb des Spiegels, es gibt kein vorm Spiegel und hinter dem Spiegel, es ist in dem Reihe. Wenn so Existenzen auftauchen, das ist unser N, dann beginnst du an zu interviewen. Interview heißt, in dir ist die Sicht, in dir drin, in diesem Kopf, in dem Spiegel selber. Das davor und dahinter ist nur ausgedacht. Aber es kommt die schönste Stelle überhaupt. Behaviorismus sogar noch mehr, würde ich jetzt behaupten. Aber Kognitivismus. Ha! Wir können das wäre jetzt natürlich ein Spiel ohne Ende. Das virtuell, wir sind ja erst hier, wenn wir so jetzt reingehen, das ist nämlich der ehelichste Mann. Der Ehemann. Es ist, der Adam ist ein Ehemann. Er weiß jeden Moment, dass er, der Mann, der Denker und sein unterirdischer Gang, den Körper, die Frau, untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt keine Welt da außen, man kann denken, dass sich die Welt ausdenkt, es gibt keine Traumwelt, wenn du nicht träumst. Das ist die tiefe innere Symbolik von dem ganzen Spiel. Und da müsste man jetzt jedes Ding ein Kleinod
Justin verfügte, dass sie, die Jungen, nicht in die Stadt zurückkehren sollten, bevor sie Männer geworden waren. Das heißt, du wirst nicht heimkehren in die höhere Ebene bzw. tiefere Ebene deines Daseins in die Ewigkeit, bevor du nicht ein Mann geworden bist. Das geht, du wirst von mir nie hören, hey, du, ich bin, ich habe das alles erschaffen. Ich lasse dich jetzt träumen, wieso interessierst du dich eigentlich? Und dann kommt das Virtuell. Da haben wir jetzt natürlich das lateinische Du. Machen wir mal Du. Tu oder nur Du? Nur TU. Das heißt doch virtuell. Okay? Achso. Hm. Blablabla. Da haben wir jetzt das Geste. Das wäre interessant. Da haben wir Esther. Das heißt, indem ich mich versteckt habe, und schaue ich unsere Frau an. Habe ich mir gedacht, das ist das Priesterbild, diese zwei Seiten, wo jetzt, wenn man das Frau hinstellt, dreht es nach rechts oder nach links. Bist du rechts oder links? Nein, ich bin die Mitte, ich balanciere zwischen den zwei. Okay? Geh nochmal auf Suchen. Nimmt er nicht. Hat das Internet auf, da? Das ist da. Das ist, wenn das heißt nicht, dass es da ist. Das bin jetzt die Internetseite. Es kann sein, dass die Innenseite weg ist. Weil die jetzt raus sind. Aber, ne? Ist die große Bauerndemo vom 8. Januar? Also, dann müssen wir es sein lassen, wie es das zeigen soll, die Innenseite. Ich würde es dann zeigen. Ist eine Theorie, sowohl in der Psychologie. Ganz kurz, ganz kurz. Eures Wesens gegen euer Wesen. Du. Ego tu sum, tu es ego. Ich bin du, du bist ich. Ha! Phil, du! Das sind zwei Männer! Das Virtuelle sind erst einmal zwei Männer, das ist der Formbücherleger und der zum Lesen und den der, der vollkommen bewusst immer wach ist, Ego B. Und ich selber, während ich lese, mich in die Traumwelt hinabbegebe und jetzt in der Form von du, dein Bewusstsein verloren hast, weil du vergessen hast, wer du bist, und ich als Ursatz in der Auftragsstelle des Ursatzes. Okay? Ja. Psychologie als auch in der Erziehungswissenschaft, die davon ausgeht, dass wir die Welt mit unserem Verstand begreifen. Deswegen Kognitivismus. Falle, Fehler, wir begreifen die Welt mit unserem Verstand. Ein Verstand ist dein blaues Ich. Und dein blaues Ich ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationssystem, ein Konstrukt konstruieren. Das, was du konstruierst, das, was du dir ausdenkst, wärest du und interpretierst das im Maßes und deines Verstands. Diese drei Sachen, etwas sich ausdenken, das bewerten, konstruieren und interpretieren, das macht der Verstand. Das heißt, der Verstand ist nicht in der Lage, was wahrzunehmen. Dein Verstand ist dein Flammenhalt. Das ist dein indirekt dein Programm und die Daten, die du zum Denken benutzt. Zuhör nochmal. Sowohl in der Psychologie als auch in der Erziehungswissenschaft, die davon ausgeht, dass wir die Welt mit unserem Verstand begreifen. Du kannst ein Programm, du kannst mit einem Programm nicht die Welt begreifen, sondern dein Programm, dein Verstand ist die Ursache für die Welt, die du zurzeit in deinem Kopf erschaffst. Lass dich bitte auf dich wirken. Du bist ein Geist. Wir setzen Geist für Computer. Du brauchst als Computer in dir Daten und als Software ein Verknüpfungssystem, dass du aus dieser Struktur, diesen Daten, Bilder und Geräusche erschaffen kannst.
nicht das Programm erlebt es, sondern das Programm ist das, der die Bilder und die Geräusche und die Repräsentationen in dir aufbaut. Verstehen kann es aber nur der symbolische Computer, was in ihm abläuft. Der Geist selber, der träumende Geist, das, was du träumst, hängt von deinem Verstand ab. Aber der Verstand sieht, das Programm ist nichts. Es ist was Ausgedachtes, aber nicht rot und nicht blau. Deswegen Kognitivismus, da ist dieses Kognitive drin, unser Verstand ist da drin, Cognitio aus dem Lateinischen. Und diese Theorie geht meistens davon aus, zumindest so wie sie Piaget auch damals dargestellt hat, dass es außerhalb von uns bestimmte Objekte gibt und die können sich in unserem Verstand einordnen und man kommt damit in Wechselwirkung und Theorie. Also zuerst einmal, du denkst dir den Computer und was in einem Computer vom Bildschirm oder Lautsprecher, egal was austauscht, hängt von dem Verstand bis von dem Programm ab. Das ist das blaue G, das Gehirn. Das symbolisiert diesen Computerchip. Mit den Daten und mit der Software, mit den Verknüpfungsregeln erleben. Das ist aber nicht der Verstand, was er macht. Der Computer erlebt es ja nicht, was er macht. Der Computer ist Materie. Materie ist immer was Ausgedachtes und was Vergängliches. Bitte haltet es in deinem Bewusstsein fest. Materie, sprich, ist etwas Existierendes, Herausgetretenes. Es ist ein Produkt, eine Schöpfung aus einem gewissen Programm, aus einem Verstand. Aber der weder die Materie noch das Programm selber erlebt es, was es erschafft. Und jetzt nochmal, auch ein Trockenhausenaffe ist Materie. Die Computermetapher ist, dass der Körper ist das Gehäuse, der Computerchip ist das Gehirn und die Software und die Daten ist der indirekte Programm, der Verstand, den du zum Denken benutzt. Aber beides ist schon was Ausgedachtes. Wer denkt sich das jetzt aus? Denkt sich der Verstand selber aus? Denkt sich das Gehirn selber als Gehirn? Da gibt es einen Rosenbereich. Das ist das eigentlich Wichtige. Und jetzt kommen wir zu uns zwei. Theoretisch lassen sich die Dinge, die außerhalb von uns wirklich existieren, so erkennen, wie sie sind. Das sind alles Mutmaßungen, die geistlosen auch geöffnet. Das kannst du alles sofort wegzeigen. Kannst du es beschwören? Ich sage, kannst du es beschwören, dass es da außen ist, dann wirst du feststellen, es ist möglich. Du, dann halte ich es für möglich, aber kannst du es beschweren? Es gibt prinzipiell überhaupt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Was ich dir mit Holofilien zeige, kannst du alles überprüfen. Aufpassen. Nicht sofort, aber über lange Auseinandersetzung wäre das durchaus möglich. Über eine sehr lange Auseinandersetzung. Ich setze mich immer mehr über 1000 Jahre, wenn du willst, dass du dich in dir auseinandersetzt mit deiner Welt, mit deinem blauen Rand, bis du irgendwann mal kannst, dass das ja ohne mich noch nicht existiert, dieses ganze Gekappere. Meinst du, den Typen wird es geben, wenn du ihn jetzt nicht träumen würdest? Nicht jede Theorie im Realismus behauptet, dass es auch möglich ist, die Realität so zu erkennen, wie sie wirklich ist. Einige Theorien behaupten auch nur, ja, es gibt eine Realität außerhalb von uns, aber die bleibt uns verborgen, weil unsere Sinne zu schwach sind. Aber die sagen dann, ja, es gibt eine Realität außerhalb von uns. Und dann gibt es Theorien, die eher dem Idealismus zuzuordnen sind. Die sagen, nein, es gibt keine Realität außerhalb von uns. Da gibt es ziemlich krasse Formen, die sagen, nur du, wie du jetzt dieses Video schaust, nur du existierst. Wir andere sind alle nur Einbildung von dir. Ganz interessant, kommt dir das bekannt vor? Kommt dir das bekannt vor? Es könnte so sein, der sagt, dass der Unterbrüssel auch immer in den Videos. Fast in diesem zweiten Video sagt es doch der User aus. Sag ich, nein, absolut nicht. Hör genau zu, was er sagt und dann sage ich dir, was der User sagt. Es gibt keine Realität außerhalb von uns. Da gibt es ziemlich krasse Formen, die sagen, nur du, wie du jetzt dieses Video schaust, nur du existierst. Wir andere sind alle nur Einbildung von dir. Nein, der User sagt was ganz was anderes. Alles, was ich erkläre, ich dem Geist, der mich jetzt ausdenkt.
Ich existiere jetzt in dir und du Geist bist etwas Nicht-Existierendes, weil du ewig bist. Der, der mich jetzt sprechen hört, ist etwas Nicht-Existierendes. Und alles, was in dir existiert, was du dir ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, du denkst es jetzt und es ist hier eine Information von dir. Das heißt, der Udo und alle anderen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, du Geist, sind nur deshalb, weil du sie denkst. Sie sind genauso, wie du sie denkst, jeder Einzelne. Sie haben da gelebt oder gewohnt oder befinden sich da, leben noch oder sind schon tot. Es wird so sein, wie du das denkst. Aber sie existieren in dir, hier und jetzt, weil du das denkst. Und wenn du sie nicht mehr denkst, sind sie wieder weg. Das könnte man sich so wie einen Traum vorstellen. Wenn man selber träumt, interagiert man ja... Merkst du den feinen Unterschied? Das ist das Problem. Und erst wenn du so genau bist, bei jedem Satz, bei jeder Kleinigkeit, dann wirst du wach, dann wirst du bewusst dran. Es gibt keine Realität außerhalb von uns. Da gibt es ziemlich krasse Formen, die sagen, nur du, wie du jetzt dieses Video schaust, nur du existierst. Siehst du, das existiert, was existiert, ist was Ausgedachtes. Ich mache genau das Gegenteil. Ich sage, du bist der Einzige, der nicht existiert, weil du ein Gott bist, ein Geist bist. Und alles, was in dir existiert, ist, weil du das jetzt denkst, weil du es in dir selbst hast. So, und jetzt denk an den, der du zu sein glaubst, der jetzt am Computer sitzt. Wo war ich die ganze Zeit, ich jetzt höre? Der nicht existiert, bis ich das ausgesprochen habe. Und jetzt denk an den Udo. Wo ist jetzt der Udo? Er ist eine Information von dir. Und wo ist dein Körper, wenn du an deinen Körper denkst? Er ist auch eine Information, obwohl du dich einhüllst mit Informationen. Wir andere sind alle nur Einbildung von dir. Das könnte man sich so wie einen Traum vorstellen. Wenn man selber träumt, interagiert man ja auch im Traum manchmal mit anderen Personen. Aber diese Personen existieren in diesem Moment ja gar nicht. Das sind ja nur Vorstellungen. Doch. Alles, was du denkst, beginnt in dem Moment, wo du es denkst, zu existieren. Und zwar hier und jetzt in deinem Kopf. Selbst ein Sonnenstützchen oder der Mond oder ein heliozentrisches Weltbild. Feuerspeiende Drachen. Jetzt ist natürlich, dass deine Sohn gesagt hat, das sind Märchenfiguren und das gibt es da außen. Wenn du jetzt dich umprogrammierst, dann kannst du alles, was du glaubst, das unabhängig von dir, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Kannst du auf die veraltete Hunde zu einer dreidimensionalen sinnlichen Wahrnehmung in dir machen? Du müsstest zum Beispiel nur glauben, dass ein wiedergeborener Jesus jetzt wieder in deiner Welt umläuft. Wenn du das glaubst und dann gegen dich suchst, kannst du den annehmen. Es ändert aber nicht daran, dass du den erschaffst, aufgrund von deinem Glauben. Das ist sehr, sehr einfach und unheimlich schwer gleichzeitig. Bis du irgendwann einmal den Trick erkennst, was hindert mich eigentlich, das überhaupt zu wollen. Was, verdammt nochmal, sage ich immer, ist da in mir drin, dass ich mit aller Gewalt nicht wahrhaben will, dass wenn ich jetzt was denke, dass ich in mir das, was ich denke, erschaffe. Als Information. Und mit jedem neuen Gedanken zerstöre ich das. Es ist dieser Materialismus, dieser angebliche Realismus, der dich so blind macht. Von einem. Und genau so stellen sich einige idealistische Theorien die Realität vor. Die existiert nicht. Die macht man selbst. Das ist nur Vorstellung. Und wenn ich hier was berühre, dann ist das hier eine Vorstellung, die ich habe von irgendwas. Das stelle ich mir vor. Und auch, dass ich das berühre und was ich fühle, das ist alles nur Vorstellung. Es existiert nichts außer das Individuum selbst. Das ist ja Blödsinn. Es existiert alles, was ich ausdenke, was ich mir vorstelle. Das Einzige, was nicht existiert, das ist der, der das erlebt, der sich ausdenkt. Das räumende Geist, das ist der Einzige, der nicht existiert. Das wird alles wieder um 180 Grad verkehrt. Das ist Materialismus und Religion. Das sollte ich jetzt du sein, du kannst es ja herzugen, wenn du willst. Und dir auch so. Und jetzt sehen wir, jetzt bin ich langsam überdenkt, was wir Test machen. Wir machen den Riegel. Dann machen wir jetzt. Wenn man den Namen Hegel hört, so denkt man unmittelbar an den Begriff.
Begriff der Dialektik. Die Dialektik ist bekanntermaßen das zentrale Element von Hegels philosophischem System. Um Hegels Denksystem zu verstehen. Was übrigens auch schon wieder sehr interessant ist, wenn wir die Wörter anschauen, DI. Die Öffnung deines Intellektes oder ein geschlossener Gott. Gott, Eck, eben jetzt nur hier bloß Dick, Mittelpunkt. Dir, griechisch das auseinandergeschmissene Fleck. Jetzt können wir wieder hier 2 Stunden nur über dieses Wort Dialektik reden, in allen möglichen Sprachen. K ist gleich X, X, Alex. Die Öffnung deines Intellekts schmeißt den Mittelpunkt auseinander. Rede! Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen, es geht noch besser mehr. Ich bin am Sinn. Verstehen muss man also auch die Dialektik verstehen. Doch was bedeutet Dialektik? Meistens wird sie auf die Begriffe These, Antithese und Synthese heruntergebrochen. Das ist vollkommen falsch und stammt stattdessen von Fichte und wurde von Schelling, Hegels einstigen Zimmergenossen, aufgegriffen. In keinem einzigen Text von Hegel selbst findet sich diese Beschreibung der Dialektik. Um Hegels Dialektik wirklich zu verstehen, müssen wir begreifen, aus welchem historischen Kontext Hegels Philosophie hervorgeht. Hegel war der Hauptvertreter des deutschen Idealismus, einer philosophischen Bewegung, welche sich maßgeblich durch die Auseinandersetzung mit Immanuel Kants Kritik. Das Erste, was wir jetzt wieder haben, wenn du jetzt den denkst, der das wieder gemacht hat, du weißt bei allen, egal wer das ist, ob das Professoren sind, sie rezitieren Schwammenhalt. Das heißt, wenn wir uns jetzt jemanden ausdenken und der hätte an der Uni was anderes gehört, in der Regel sind das Studenten, die Philosophie studieren oder Physik oder Mathematik, und dann erklären sie ihren Mitschülern, was sie verstanden haben, von dem, was sie geistlos nachäffen. Auch ein Kirchhoff, all das ist nachgeäfft. Kritik der reinen Vernunft entwickelte. Kant beschreibt in dieser ersten Kritik die Grenzen der Vernunft. Diese Grenze ist aus seiner Sicht das Ding an sich. Das bedeutet, wir können die Wahrheit der Gegenstände, der Objekte um uns herum, denen wir begegnen, in Wirklichkeit nie in Gänze erkennen, da sie durch unsere Kategorien und Wahrnehmungsapparate quasi gefiltert werden. Wenn wir einem Objekt begegnen, wie zum Beispiel einem Baum, so nehmen wir diesen Baum zunächst in Raum und Zeit wahr. Die Farben des Baumes existieren nur durch das Licht, welches vom Baum in unsere Augen reflektiert wird. Und auch alle anderen Wahrnehmungen. Das ist jetzt schon einmal extrem durchdrungen von dem Materialismus der Naturwissenschaft seit Minuten. Wo ich sage, es ist die vollkommene Entgeisterung. Wir bleiben mal in einer Sicht mit dem Baum. Du wirst meinen, dass wenn du wieder sehr genau bist, nochmal Fehler da ohne Ende drin. Obwohl es dann doch richtig ist, weil du bist ja in einer Führerscheinprüfungsbogenzaunwelt. Rein naturwissenschaftlich kommen da Lichtstrahlen von der Sonne, weißes Licht zu dem Baum, der Baum reflektiert die Strahlen, die gehen in dein Auge rein. Und spätestens an den Zäpfchen im Auge, die rot-grün-blauen Zäpfchen und den Stäbchen haben wir auch noch, aber wird jetzt zu weit gehen, wenn diese sogenannten elektromagnetischen Wellen umgewandelt in elektrochemische Signale, die in den Thalamus reingehen. Und das Schlafzimmer in deinem Gehirn. Da gibt es Videos dazu. Ich will ja darauf was anderes hinaus. Wahrnehmungen des Baumes existieren nur für den Betrachter. Nur im Fakt ist zuerst einmal, du kannst erst was sehen, wenn es hier in Erscheinung tritt. Das ist jetzt der lose Kopf. Es muss hier sein, ob da was von außen kommt und ob das so funktioniert, wie du das zurzeit geistlos nachäffst. Du Affe! Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Was bei Hosophilien wichtig ist, dass du das einmal alles in Frage stellst und dich konzentrierst auf den Punkt, wo es wirklich sein muss. Selbst mit deiner jetzigen Logik wirst du erst etwas wahrnehmen, wenn es in deinem, und wir nennen das Ding jetzt einmal Gehirn, in deinem Gehirn eine Information geworden ist. Ob da was von außen kommt, das ist einmal vollkommen zweitrangig. Das ist eine Grundvoraussetzung, das schreibt dir sogar der Materialismus vor. Wenn du das jetzt ablehnst, dann können wir da mal weiterreden. Dann kannst du abschalten. Verhältnis zu dem Betrachter.
ob der Baum auch an sich in Raum und Zeit existiert, ob der Baum auch an sich grüne Blätter hat, ohne einen Betrachter, können wir aus unserer subjektiven Perspektive des Baumes nie... Das ist jetzt gleich mal von der Vektorsinnsweise, er macht den Baum schwarz und den Baum im Kopf macht er weiß. Und wenn er was weiß, wenn man das normal schreibt, ist ja eigentlich hier dieses Weiße, das Lebendige. Das spricht mein Leben aus. Das ist das Hebräische Wort für weiß. Aber das scharfe S, das ist jetzt schon das Weib. Dann ist ja das Weib, das ich weiß, ist nicht da außen, was du weißt, um etwas zu wissen, muss es ja in dir eine Information sein. Wieso ist das auch noch weiße Milch heißt? Müsste man jetzt die Milch anschauen, bla bla bla. Da gibt es Sachen, das kann man jetzt auch rot machen, dann heißt das Leben heißt zum Sohn hin. Der Gottessohn ist in dir. Ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und wir zwei sind ein und derselbe Geist. Rot, nicht denkbar ewig. Das Problem ist, dass du total glaubst, dass der Uso, den du dir jetzt ausdenkst, der eine Information ist von dir, dass du der nicht bist und jetzt denk wieder an den Blödel, an dich selber. Und der, an den du denkst, an dichselbe denkst, ist jetzt auch eine Information von dir. Du denkst dir doch jetzt beide aus. Du denkst dich aus und du denkst den Uso aus. Und der Uso, der jetzt in deinem Traum auftaucht, sagt zu dir, ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Um dir zu erklären, dass du nicht der bist, an den du zur Zeit gedacht hast und an dich selber denkst, sondern dass du dir nicht nur dich selbst, sondern alles ausdenkst. Du kannst immer nur von oben nach unten sehen. Es gibt genügend, wo ich das genau erkläre. Das heißt, um mit dir zu kommunizieren, wenn du vom Bücherregal stehst und zum Lesen anfängst und du gehst in eine Traumwelt, existiert dieser Raum, wo alle Bücher gleichzeitig sind, ist er nicht mehr. Also muss ich jetzt in deinem Traum auftauchen als Udo, um dir Geist, der du jetzt träumst, zu erklären, dass du nicht der bist, an den du jetzt denkst. Ich erkläre es den, der uns zwei jetzt ausdenkt. Ich erkläre du, der du uns jetzt ausdenkst, dich und mich. Dir erkläre ich das. Und ich und du sind nur Informationen in deinem Kopf, die nur dann drauf sind, wenn du dran denkst. Wirklich wissen. Laut Kant können wir durch unsere Vernunft allerdings feststellen, dass es einen Baum jenseits unserer Wahrnehmung gibt. Aber wir können niemals wissen, was dieser Baum an sich wirklich ist. Da kommt es mit dem Existieren und Nicht-Existieren. Ich sage, alles, was existiert, existiert, was aus dieser Einheit, aus Gott, alles Wissen, Weisheit, göttliche Weisheit, als Information, als Gedankenwelt in dir auftaucht, dann existiert es, aber immer nur hier und jetzt. Und du bist der Einzige, der das sieht, was du denkst. Nur du siehst deine Gedanken und nur du siehst das, was du dir jetzt selber sinnlich wahrgenommen auf die Farbe realisierst. In dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, ist es im Meer noch da, so wie alle Bücher und alle Worte und alle Zeiten und Geschichten in einem Bücherregal gleichzeitig da sind, wenn du das Bücherregal anschaust. Aber nichts mehr Bestimmtes. Kant versucht mit seiner Kritik der reinen Vernunft, die Objektivität von Aussagen zu fundieren, ohne sich auf eine Annahme über das Ding an sich zu stützen. Eine solche Annahme wäre nur schwer zu fundieren, denn es ist eine Annahme über die Substanz. Was soll Substanz hier genau bedeuten? Substanz meint das grundlegende Material, aus dem alles gemacht ist. Das ist jetzt wichtig, das muss man so lesen. Bewusstsein ist eine verbundene Polarität. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt ein hebräisches Wort nehmen. Das ist SUB. Das absolute Bewusstsein, verbunden, vereinigt im Geist und verbunden, rot. Da gewesen. Die ausgedachte Raumzeit, etwas raumzeitlich Wahrgenommenes, was aufgespannt ist, in einer Polarität. Wichtig, Pol sind die Verbformen im Hebräischen.
Pluralität. Der Ali ist der Alige. Und das Pual in der Hebräischen, in der Bibelsprache, schreibt sich ja so, das heißt, das, was du tust, deine Hand und dein Tun machen des Alis, der Alige, erzeugt die Tat. Das ist die Tat. Und das erscheint außerhalb Pola, Pola. Das war so unendlich präzise. Und die Substanz ist jetzt hochinteressant. Dieser Tanz, der aus der Wasseroberfläche passiert, Tup ist ja die Grundlage, wir kommen gleich dazu. Und da haben wir oben den Tanz und das beginnt mit Ja. Und dann landet es sonst diese Erscheinung der Schöpfung in dir. So gewesen ist das immer da Seiende der Schöpfer, der immer da ist. Wer ist immer da? Ja, UP86 Elayom ist immer da. Und du natürlich auch, weil du ja ich bist. Auch wenn du jetzt in einem Buch drin steckst und dich mit einem Brüssel verwechselst, bist du trotzdem ich. Weil jedes Leben, was nur von einem und selben Geist lebt, das heißt, es ist sehr interessant, dass du in einem Wachzimmer, die Geburt im Meer, W8-Zimmer, eine Zelle, ein Wachraum, das ist blau gewesen, rot gewesen, es ist jetzt so ein Raum. Und der Tanz, NZ, das ist der Raubvogel, Sperber, Falke habe ich. Die Berechnung einer Verschwörung. Das sagt im ersten Moment nicht viel. Das wird aber sehr interessant, wenn man jetzt tiefer gehen, weil das oft passieren wird und so. Das sieht so das Blut und Blumen. Blumen im Licht, im blauen Licht, existierende Geburt. Du musst immer wissen, dieses NZ, das mir einen kleinen Licht machen kann. Eine generierte Existenz. Der Dornbusch, der brennende Dornbusch. Aber du müsstest jetzt sehr weit reingehen. Lass uns das mal weitermachen. Ich schaue jetzt die absolute Substanz von allem deiner Welt. Wird am besten beschrieben in deinem Physikbuch. Das ist etwas so. Energie. Diese Energie, die ich immer wieder nur sagen kann, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Weil sie etwas nicht Denkbares ist. Sobald du die Energie ausdenkst, ist es wie wenn du an einen Geist denkst. Ein ausgedachter Geist oder ein ausgedachter Gott ist ein Gedanke, eine Gedankenwelt, die existiert und die sonst sich wieder vergeht. Aber im Hintergrund steht jetzt die rote Energie, der rote Geist, der rote Gott, der immer alles ist, gleichzeitig, bis er eins wird werden. Moment für Moment ausschmeißt. Ich hoffe, jetzt hör mal das, was ich zu dir hingehört habe. Da kannst du jetzt zu dir Energie setzen, Rot, oder Geist, oder Licht, die Lampe im Projektor, die sich ja nicht verändert. Du darfst dieses rote Licht nicht verwechseln mit den blauen Lichtern auf dem Manager aus der Verabredung. Diese Lichter kommen und gehen. Das erste Prinzip. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, substantia oder substrare. Substanz meint das grundlegende Material, aus dem alles gemacht ist. A, B. Geist. Trieb, Vater, Stammvater, Knospe, Blüte. Aber auch Ross. Ross. Steckt das Ross mit einem Ross. Immer an unser Groß, an Jesus denken, an Sus. Das ist der ganz entscheidende beim Großen, dass dieses O, hier dieses Ross, hat auch aufblühen, aufnossen. Aus der A, aus 1 und 2. So ist dieses Ross. Schreibt man normalerweise im Hebräischen oder so? Das ist der Anfang, der Anführer, erster Satz in der Genesis, der Beginn, der Führer, ein Geschenk, Gipfel ein und Geschenk, Haupt. Engelisch Wesen, ein Geschenk, der Kopf des Oberhaupt. Und vor allem ganz, ganz wichtig, das ist auch hier in den Sachen hier die Spitze.
Der erste Rang, ganz oben. Erinnere dich, wo ich hier in dem Bild die Spitze, beim dunklen Farbe. Da wird es mit Spitze übersetzt. Groß, der Große, Kyrios, der Geist ist Jesus. Und das Auflösen, als eins wird zwei und zwei wiederum, Ben, ist der Sohn. Das ist eine plurale Existenz, das ist der Adam. Der ist dann ausgedacht ist in eins. Das erste Prinzip. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, substantia oder substrare, und bedeutet darunterstehend. Ganz besonders die Vorsokratiker, das heißt die Philosophen, welche vor Sokrates im antiken Griechenland Philosophie betrieben, stellten sich... Alle, unter allem, denk wieder bitte an die ganze Verstreuung. Du sollst mir der Geist bist immer, alles ist im Meer. Und wir werden dir jetzt auftauchen. Du bist immer unter deinen Gedanken, wenn sie in dir auftauchen, wie du sie überlegst und dann oben liegen verbreitest. Experimente. Sich diese Frage, was das erste Prinzip, der erste Stoff, also die Substanz, genau sei. Thales zum Beispiel, so berichtet es Aristoteles, ging davon aus, dass alles auf dem Wasser basiere. Anaxagoras glaubte, der erste Stoff sei Luft. Und Anaximander, welcher ein Schüler von Thales war, glaubte, dass die ursprüngliche Substanz unbestimmt sei, sich allerdings in den Formen... Luft und Licht übrigens, das ist das Problem, wir machen nochmal das Hebräische Wort für Licht. Schreibt sich ja so, spricht man nur All aus, Mund aufmachen All, und wenn ich jetzt da an ihr reinhänge, dann gibt es wieder Luft. Luft und Licht, das ist das UB schon mit drin, das ist das UF. Formen von Feuer, Wasser, Erde und Luft manifestiere. Demokrit, ein weiterer Vorsokratiker, postulierte, dass Atome die Ursubstanz seien. Diese Atome bewegen sich laut Demokrit in einem Vakuum. Dieses Nichts zwischen dem Sein macht es möglich, dass sie sich bewegen können. Lukrez ging davon aus, dass dieses Vakuum den Atomen ermöglicht, ihre freie Neigung auszuleben. Das ist seiner Meinung nach der Ursprung des freien Willens. Dadurch entsteht also ein gewisser Dualismus in der Substanz. Es gibt auf der einen Seite Atome und all das Zeug ist unendlich trügerisch, wenn du es einfach so mal wegstreichst, weil das Wissen von anderen ist, die angeblich, wie du sie jetzt denkst. Du weißt die Typen, aber nur denken und das dann zusammenbrauchst. Und auf der anderen Seite das Vakuum. René Descartes griff diesen Dualismus bekanntermaßen auf. Für ihn gibt es nicht nur eine Substanz, aus der alles besteht, sondern zwei, nämlich Geist und Körper. Leib und jetzt musst du aufpassen. Da machst du den Geist weiß. Das Wort weiß. Weib. Ich weiß. Das weiße Loch in der Physik auszuräumen, verströmen. Ich weiß. Ist nicht der Geist. Und der Körper und der Leib, schwarz ist Krishna, ist alles geht in einen Punkt. Das ist schon mal die Farbe, ist vertauscht. Der Geist ist schwarz. Krishna, verbunden, Implosion, all, und das Weib, das Weiß, der Körper und der Leib und alle ausgedachten Sachen sind weiß. All, ja. Da ist die Farbe vertauscht. Und Seele, Subjekt und Objekt. Das heißt dann immer wieder der Zusage, auch das kannst du wieder austauschen. Es ist alles eine Frage der Definition. Wir machen das mal ganz kurz im Lateinischen. Wenn du zum Beispiel was Positives siehst, heute ja positiv, positiv, gleich aus, ist ja definitiv, ich sag mal, das Pluszeichen ist ein Verbinden. Plus ist Verbinden, da kommt das Wort Position her. Ich verbinde mich an einer ausgedachten Position. Somit Positio heißt das Hinstellen, das Setzen, ich denke mir irgendetwas aus. Und das, was ich mir jetzt ausdenke, dieses Hinlegen, das Gewichtsein, positiv, ist jetzt ein Positivum, das wird jetzt zum Substantiv, zu einer Grundlage. Das Grundlage ist aber der sich ausdenkt und nicht das Ausgedachte. Okay?
Das heißt, es wird was hingesetzt, es wird etwas gegeben. Gegeben 33, das ist die Welle. Das Positive ist die Nulllinie. Jetzt machen wir negativ. Interessant in der Karte ist die Verneinung. Aber dieses Wort ist nur ein anderes Wort für entfernen. Entfernen, schau. Das V, wenn du ihn verläufst, das ist eine Facette, F und V spricht sich gleich aus. Dann ist das Pfanne wird wieder geeint. Ich leugne jetzt eine Leugnung, dass das da auslöst. Egal, wo ich mir was hindenke, der Mond in den Himmel hoch und die Neandertaler in die Steinzeit. Ich leugne, dass die dort sind, ich behaupte, sie sind nicht und jetzt in meinem Kopf, weil ich sie denke. Stimmt oder stimmt? Das war jetzt übrigens eine rhetorische Frage. Und versucht mit der Kritik der reinen Vernunft, solche Aussagen über die Substanz, wie wir sie jetzt beschrieben haben, zu vermeiden. Für Kant können wir keine Aussage über das Ding an sich machen, welche objektiv wäre. Hegel hingegen versucht, Aussagen über die Substanz zu machen, welche objektiv sein können. Und er versucht dies, indem er die Unmöglichkeit, welche Kant zwischen dem Betrachter und dem Ding an sich auf der Ebene der Wahrnehmung beschreibt, auf die Ebene der Ontologie überführt, indem er diese Aussage zu einer Aussage nicht über die Wahrnehmung macht, sondern über die Substanz. Hegel bringt seine Position gegenüber Kant in seinem ersten Hauptwerk, die Phänomenologie. Das ist jetzt das Schöne, was ich sehe, wieso ich dir das jetzt einspiele, dass das, was hier sehr präzise erklärt wird von Hegel, so unendlich kompliziert ausgedrückt ist, dass ich das jedem 13-Jährigen 5 Minuten erkläre und er kommt sofort auf der Stelle mit. Phänomenologie des Geistes im folgenden Satz auf den Punkt. Es kommt nach meiner Ansicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muss, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. In dem Satz steht eigentlich alles drin. Wie soll der? Es kommt nach meiner Einsicht. Moment. Komm heißt zusammen. Im dritten Satz über den Schein heißt Tod. So viele. Das sind zu viele zusammen. Was ich damit meine, das ist jetzt eigentlich das nur Hebräisch 4. Das ist tot, wenn wir jetzt das tot wieder lateinisch machen, dann heißt es lateinische komm. In Zusammensetzung und dann des Wohlklangs wegen oft, bald in Con, bald und so weiter, mit zusammen, mit sich, bei sich, von allen Seiten. Alles, was du um dich herum ausdenkst, ist zusammen mit dir. Okay? Tod, mach tot, entweder. Machen wir MD. MD, kommt. Ach so. Kannst du das? Ja. Weil es nur im kommt. Wenn es zusammengeschmissen ist, gibt es das nicht. Mhm. Okay? Ah, okay. Nach meiner Einsicht. Einsicht ist eine Sicht. Die eine Sicht ist, dass die Sorge ist, jetzt der Welle Bad oder Tal, wenn die zusammen sind. Untrennbar. Das ist eine dumme Frage. Das heißt, nach meiner Einsicht nach ist nun, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muss, alles darauf an, das war. Und da heißt die Generation eine Stellung. Ich habe das hingestellt, weil es generiert was, ein System, das war jetzt wieder so was, rechtfertigen muss. Alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Also pass auf. Dieser Satz wird meistens folgendermaßen zusammengefasst. Substanz ist Subjekt. Der slowenische Philosoph... Super, mir ist das rot gewesen.
Bewusstsein verbunden, vereinigt inmitten. In der Mitte. Das ist das absolute Zentrum. Und jetzt haben wir, jetzt machen wir das blau, dann haben wir einen raumzeitlichen S. Haben wir die zwei Seiten? Es ist einmal das Bewusstsein, zum anderen das raumzeitlich wahrgenommen. Raum oder zeitlich, das heißt räumlich woanders oder zeitlich woanders. Wahrgenommen. Und das Ganze ist ein Tanz. Den Tanz hat man gehört, ich glaube, das ist der Wachraum. Dieses SC. Eine raumzeitliche Erscheinung, okay, die du wahrnimmst. Machen wir dann da, da machen wir das H hinten dran. Dann schauen wir wieder, was macht es. Das haben wir gefunden. Das haben wir so, das schreibt in den Hinweis, das hat man wissen. Im Laden Dolar, der gemeinsam mit Slavoj Žižek und Alenka Supančić zu sogar. Drei sind ganz interessant. Hier ist eine Frau dabei, das ist wie anders. Hier die Namen für sich alleine. Tutschek, sag mal, Alenka Supančić, die Frau, Zup. Die Geburt von Dubé als Frau. Der Nektar, ein Überschwemmen, ein Zusammenfließen, ein Überfließen. Das ist immer diese Grundlage, das B, hast Auftauchen auf der Wasseroberfläche schwimmen. Habe ich auch. Ich habe mir sonst solche Sachen machen für das Update, wo wir so abgespeichert haben, wenn sich das. Ja. Sogenannten slowenischen Troika gehört, erklärt diesen Satz zum fundamentalen Axiom der Hegelschen Philosophie. In diesem Video möchte ich erklären, was Hegel mit diesem zentralen Satz seiner Philosophie meint. Um Hegels Dialektik zu verstehen, müssen wir nämlich auch verstehen, was dieser zentrale Satz seines dialektischen Denksystems genau bedeutet. Kurz gesagt versucht Hegel mit diesem Satz und mit seiner Dialektik deutlich zu machen, dass das Subjekt, welches dem Objekt in der Welt begegnet, welches das Objekt wahrnimmt, selbst immer Teil dieses Objekts ist. Das Objekt und das Subjekt sind nicht zwei vollkommen verschiedene Substanzen, sondern zwei Seiten ein und derselben Substanz. These und Antithese, Intersynthese sind ein und dasselbe Ding. Das heißt, der Denker, den wir uns jetzt ausdenken, das ist nie verändert. Und das Ausgedachte, das ist ständig verändert. Oder das, was immer ist, ausgedachterweise, dieses Immerseinde, das wir uns denken, existiert aber nur so lange, wie wir das denken. Also das ist dann doch nicht immer. Und das, was sich ständig verändert, die Traumwelt, sind in der Synthese Geist, ein träumender Geist. G-E-Quadrat, der Geist, der dritte Buchstabe, ist E-Quadrat, die Energie. Jetzt haben wir das Stimme, den Buchstaben ist die Einstein-Formel in der Bibel. Muss man ja wissen. Sind ein und dasselbe. Ein nicht existieren und dasselbe Geist. Substanz. Aus Hegels Sicht ist diese Unmöglichkeit des Subjekts, das Objekt in Gänze zu erfassen, die Unmöglichkeit der einen Substanz, sich selbst in Gänze zu erfassen. Für Hegel gibt es nur eine Substanz, aber diese ist sich selbst nicht. Da ist es. Die Erscheinung ist jetzt das Weib. Siehst du, da ist es aber nicht konsequent in der Farbnehmung durchgedacht, wobei ich immer sage, man kann das auch austauschen. Und das Ding, Dinge, der Geist, so ist es. An sich selbst ist das, und die Bildung untrennbar, das ist ein Atom, ein untrennbares. Nicht vollkommen identisch und kann sich selbst nicht in Gänze verstehen. Das ist Hegels These. Doch was ist Hegels Argument für diese eigenartige These? Hegels Argument für diese Position ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Nämlich ist sein Argument, dass es logisch unmöglich ist, dass Substanzen existieren, die sich selbst vollkommen gleich sind. Das Reine, das was vollkommen mit sich selbst identisch ist, wie heißt es? Der rote Kopf des Schöpfer Gottes. Denkt ihr wieder an Spiegel in der Mitte, an der Wand. Eine Wand als Spiegel. Du stellst dich vor dem Spiegel und hältst vor dein Gesicht ein Spiegel. Und dann wirst du feststellen, dass hinter dieser Wand, hinter dem Spiegel,
als Wiedersein. Diese zwei Spiele, der Formspiel und der Hinterspiel, sind nicht diese Spiele in der Mitte. Da wollen wir 30 Experimente machen dazu. Und dieses Rein, Rein, E, Rein, E, beginnt jetzt in sich auch was anzuschauen, ein Interview. Stimmt oder das stimmt? Rein, E. Scheiße, passt das wieder gut zusammen, oder? Ist wortwörtlich leer und inhaltslos, Hegel zufolge. Der Dualismus und auch der Monismus von Krishna, das schwarze Loch, wo alles in einem Punkt zusammenfällt, ist unbeschreiblich die Erdung. Wir nehmen uns das hier unten als loses Meer, ist aber genau genommen ein Punkt. Ein Punkt, in dem alles rausspinnt. Substanzen. Das heißt, die Idee, dass zwei Substanzen existieren, wie zum Beispiel Leib und Seele, oder die Idee, dass nur mehr immer sein wird und gesagt werden, ständig verändern wird. Dual, das ist Mono, das ist alles eins. Der Dualismus, das haben wir ja auch so oft gehabt. Wirklich. Zwei nur in Zusammensetzung. So? Rot geschlossen, im Geist und im Geist verbunden und vereinigt. Blau? Blau als intellektuelle Öffnung, wo etwas aufgespannt wird. Oberfläche. Auf der Oberfläche. Äußere, ja. Aufgespannt. So, und Allwissen heißt nichts. Und jetzt musst du wieder denken, du all, du nicht, wenn du rot bist. Was, du all? Jetzt spreizt sich die Finger auseinander, du wirst du all, du wirst praktisch zu einer Gedankenwelle, wo du in der Mitte bist. Du all, Finger zusammen, du all, Zeigefinger oben, Daumen unten. Beispiel die Idee, dass alles aus Wasser besteht. Setzt in beiden Fällen voraus. Alles besteht aus Wasser. Wasser. Das Aqua. Habe ich so oft Zeit gesetzt. Aqua. Was? Die Pause. Setzt es jetzt folgendermaßen: dieses Aqua. Siehst man ja, jedes Kind weiß, das ist Wasser. Aber sehr vielseitig. Man muss zuerst einmal, ist das Wasser ein Naturelement? Also wenn ich das Natur, ich weiß, dass es das Losgemachte heißt. Das ist die Rolle des NDR. Da spinnt etwas auf, es entspinnt etwas. Ein Herausdrücken, ein Heraushüpfen, ein Losmachen, das sind die Welt der Gedankenwellen. Das ist das Naturelement, L-M-N. Als erstes, aber weiter schon, dann ist es natürlich das Meerwasser. Mehr, das im Meer ist, das sich nicht verändert. Und da kann man jetzt runtergehen, wir sind sehr, wenn man jetzt hier etwas weiter fährt, es kommt meistens in Redensarten Mut einflößen. Diese UB-Texte, das Meer macht jetzt eine Gedankenwelle Mut, sich wieder zusammenfallen, reinfallen zu lassen in dieses Wasser. Mit diesem Wasser besprengen, die Ohnmächtigen, die Ohnmacht ist ja was ganz Interessantes. Wenn du jetzt siehst, du müssen von Wein, diese Behörden, Lebensbedürfnisse in der Gemeinschaft mit, in einer Gemeinschaft mit dem, was ewig ist. Da musst du dich aber wieder reinfallen lassen. Was bei den Aqua noch interessant ist, man sollte wissen, dass das A als Vorsilbe ein Privativum, eine Verneinungsform ist, und das Qua, einen Moment, für sich alleine. Auf der Seite wo, da wo, wohin, teils, teils, sowohl als auch. Das ist immer oben und unten, wenn Bach oder wenn Doll, keins von beiden. Das, der immer ist, immer ist, ist die Mitte. Und bitte denke jetzt etwas mit, dass dieses Qua eine Unterform von Quies ist.
Und dieses Trias bedeutet die Ruhe, die ewige Ruhe von der Arbeit, von Geschäften, von allen Mühen. Dann heißt er, das ist dieses Akvies, heißt das Nicht-Ruhende, das aber in sich selber ewig ruht. Das Meer ist immer dasselbe Meer, dasselbe rote Wasser. Rot ist der Atem. Aber an der Oberfläche ist es in einer ständigen Bewegung. Am liebsten Freizeit und Erholung. Cupido. Am Eifrigsten. Der am eifrigsten ist, der Holy Cup, der heilige Gral und so weiter und so weiter. Das wollte ich nur mal, dass man hier weiß, und das Wasser, sollte man jetzt wissen, dass dieses Wasser, mir im Hebräischen ist ja das W auch, hier immer unten hinschauen, ist auch das V, und dann wird aus dem Vater wird Worte. Im Englischen ist Worte und Worte, das Vater war Wasser, Worte. Ist eigentlich dasselbe Wort. Weiter. Dass Substanzen existieren, die mit sich vollkommen selbst gleich sind. Im Dualismus haben wir zwei verschiedene Substanzen, vielleicht Leib, und der Leib ist mit sich selbst total identisch, und auf der anderen Seite da haben wir... Das ist jetzt der Fehler. Der macht hier, das musst du sehen, so ist es okay, ich kann ja alles austauschen. Oben und unten, positiv und negativ, es ist ein Akt der Fantasie, aber Schwarz ist normalerweise als erstes Krishna. Krishna, das schwarze Loch, Implosion, das ist all. Und das ist der Geist. Der ist nichts, in dem sich alles verbindet. Und das, was jetzt die Seele macht da oben, eine Seele, die auseinandergeschmissen wird, das ist eigentlich das Weiße, das Weib. Und der Leib, den wir hier unten haben, das ist eine verkehrte Bezeichnung, sondern das müssen wir hier, aber die Seele, das können wir eigentlich, ich meine jetzt die Seele, und das ist eben unser See, wenn wir das separatisieren, können wir das ja mit einem He machen. Sin He, das spricht man übrigens, sorry, Sin He spricht man He aus und dann wir beim Lam. La MM. Das heißt jetzt auseinandergeschmissen 2 MM. Und diese 2 MM, die wir auseinanderschmeißen, das ist jetzt auch das Lam, die Ziege, wir haben immer andere Schwarze Lam, aber das wird jetzt wieder zu weit sein. Das sind eigentlich alles da. Lest bitte, Holger. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und UP 86 Alhim wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Vater, der Aufblühen, ist damit nicht verschlossen, etwas für sich hinzunehmen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die Geistesfunken, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und du bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, dem ich das erzähle, dieser Geist, der etwas Nicht-Existierendes ist. Du bist eingeschrieben in meinen Lebensbuch, sonst werde ich in dir nicht als Flüssel-UB ausgetaucht. Wir die Seele. Aus Hegels Sicht... Ich war ganz kurz noch zu dem Dual. Das ist ganz wichtig. Da musst du jetzt mal kein Bild, keine Kamera haben, das könnte ich mit einschneiden, aber es ist zu viel Jahre. Wir machen erst einmal das Wort Du. Du. Und ich kann jetzt wieder rot lesen, lest bitte, Holger. Du ist zwei in Zusammensetzung und rot heißt es, im Geist geschlossen immer eins und im Geist verbunden vereinigt. Blau, eine intellektuelle Öffnung an der geistigen Oberfläche. Das ist etwas. Du, das bist jetzt du, wenn du an dich selbst denkst, und das ist immer was Ausgespanntes. Okay, und das wird interessant, wenn wir jetzt das Wort Dual nehmen, wir wissen ja, das All ist zum einen Gott. Und das ist nichts. Und jetzt denkst du, wenn der Uwe immer die Finger so spreizt, dass du hier die Finger, sprich die zwei Hände, den Daumen der linken Hand und den Zeigefinger der rechten Hand auseinanderlegst und dann den Zeigefinger oben und den Daumen unten, dann kriegst du ein Kreuz. Denk einfach mal mit Achtung auf die Worte und mach Bilder draus. Du nimmst deine linke Hand, tust den Daumen ausstrecken und die rechte Hand und legst sie auf den Zeigefinger von der rechten Hand. Und jetzt legst du von der rechten Hand den Daumen unten auf diesen Punkt
und von der linken Hand den Zeigefinger oben. Und dann hast du ein Kreuz. Das bringt dich fast mit einer Augensäule. Das habe ich, da lasse ich ja an. So, das bist du, auch du nicht als Gott. Und jetzt spreizst du den oberen Zeigefinger nach oben und den Daumen der rechten Hand nach unten. Und jetzt bist du dual. Jetzt haben wir unsere Welle. Aber, und jetzt kommt der Trick, dieses Nicht-Dual so zu lesen, machen wir jetzt aus dem All ein All mit der 70. Und jetzt siehst du das aufgespannte Sabillon, das Joch, dieses Hochgehobene. Das ist das, ich habe das in vielen Dingen genau erklärt, dass du merkst, wie unendlich komplex auch die Bilder und die Lautwesen ineinander fallen. Kann dieses Reine nicht wirklich existieren? Beziehungsweise es kann nur... Rein ist der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes, und rein heißt in der Lüge. Es, alles, was du erlebst, ist ein gewisses in dir selber Anschauen. Als Leere existieren. Warum ist das der Fall? Hegel erklärt dies sehr deutlich in seiner Wissenschaft der Logik am Beispiel von Sein und Nichts. Es ist wichtig, dass Nichts größer, schwarz, komplette Impulsion, Sein, weiß, das Weib, ist jetzt das blau gewesene Sein, wir nennen es auch existieren. Existiert etwas herausgetretenes, dieses Ich weiß, das Weib. Das ist jetzt wieder korrekt. Er beginnt mit einem Dualismus. Wenn Sein und Nichts als Dualismus existieren, dann müssen sie in ihrer Reinform unabhängig voneinander existieren können. Daher fragt er sich, was denn das reine Nichts wäre. Über dieses reine Nichts sagt er das vor. Ein Nichts gibt es nicht ohne ein Etwas. Das sind nur die zwei Seiten, die sich widersprechen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier den Shakespeare nehmen, sein oder nicht sein, müssen wir das wissen, reden wir von dem roten Essigen. Es, Bewusstsein ist nicht existierend, sondern immer wieder nur die zwei Seiten, rot S, die rote 60. Symbolisiert absolutes Bewusstsein. Blaue 60 ist ein ausgedachter Raumzeit, irgendwas räumlich oder zeitlich wahrgenommen für einen Moment. Und ein, bedeutet nicht existieren, ein nicht vorhanden sein. Bewusstsein, S-A-I-N, sein, sein oder nicht sein, heißt jetzt eigentlich Bewusstsein sein, das nicht existieren kann, weil es ewig ist, ewiger Geist sein, träumender Geist sein, oder nicht sein ist in dem Moment die Kehrwert, dann wird dieses blau gewesene Sein, wird zu einer raumzeitlichen Erscheinung. Wie dasselbe Spieler wie bei unserem Dual, machen wir jetzt ein mit einer 70 und nochmal einen Augenblick, das was du ausschaust. Das ist dann was Existierendes. Bewusstsein rot oder Nichtsein blau gewesen, etwas Ausgedachtes, das ist hier die Frage. Ich hoffe, man konnte es verstehen. Ja. Folgende. Nichts. Das reine Nichts. Es ist einfache Gleichheit mit sich selbst. Vollkommene Leerheit, Bestimmung. Ohne Unterschied. Aber das gibt es nicht, das ist nicht denkbar, weil du nur Unterschiede wahrnehmen kannst. Und Inhaltslosigkeit, Ununterschiedenheit in ihm selbst. Man kann sich das an einem vollkommen dunklen Raum gut vorstellen. Man sieht nichts und dieses Nichts hat keine Unterscheidung in sich, es ist einfach überall gleich mit sich selbst. Man muss in dieser Vorstellung quasi auch den Betrachter herausstreichen, da diese Dunkelheit ja ungleich wäre mit dem Betrachter. Es ist einfach totale Leere. Was ist dann das reine Sein? Hegel schreibt über das reine Sein. Sein, reines Sein, ohne alle weitere Bestimmung, in seiner unbestimmten Unmittelbarkeit, ist es nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen anderes, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner nach außen. Man kann sich dies ebenso gut an einem vollkommen erleuchteten Raum gut vorstellen. Man sieht ebenso nichts, außer weißes Licht. Das ist eigentlich nichts und alles. Das ist All. Immer wieder. All oder Else, wenn alle für Freude annehmen, das Nichts. Und ja, gespielt, wie weiß und schwarz,
Das heißt nämlich auch Verneinung. Diese solche Verneinung von irgendetwas. Das ist aber das, was expliziert wird. Weil eine Verneinung, nochmal achte auf meine Worte, nimm für das F ein V. Verneinung. Da ist kein Unterschied. Es ist auch kein Unterschied zwischen innen und außen. Der Reih, der sich aufspaltet in einem vorm Spiegel und hinterm Spiegel, das sind die zwei ausgedachten, das ist das Weiße und das Schwarze. Der Hintern, in seinem Spiegel, der Reih, ist der Spiegel selber. In seinem, hinterm Spiegel. Und der vorm Spiegel, das ist die Form, Form L. Und voll beginnt er so. Moment, das ist vor. Das ist das Losgemachte. Der du hast jetzt das was, das aufgespannte, das was. Bisschen, Zweifeln. Aber es könnte ebenso gut schwarz sein, weil es nichts gibt, gegen welches sich diese Weisheit. Das ist übrigens in den asiatischen, in meinen asiatischen Glauben sein, ganz perfekt. Durch diese sogenannte, einfach mal Yin Yang, heute, Yin Yang, Yin Yang. Nadja? Yin Yang. Yin Yang, Yin. Ja, mit Y. So, ne? Mhm. Ohne G. Nee, das G. Entschuldigung, ich. Hier. Doch mal genau, wenn wir zu einem Fischlos kriegen. Wenn wir jetzt nochmal klären machen, also genau dieses Spiel, ich brauche, um das Weiße zu sehen, das Schwarze und das Schwarze, das Weiße, und dann hast du diesen Sinus, der über Gleichzeitigkeit ausdrückt. Kontrastieren könnte. Sie ist vollkommen gleich mit sich selbst. Reines Sein und reines Nichts sind also genau dasselbe. Sie sind beide Leerer und sie sind Leerer, weil sie totale Gleichheit mit sich selbst sind. Vollkommene Ununterschiedenheit. Diese reine Leere kann man als die erste Substanz begreifen. Damit aus dieser Leere etwas entsteht, muss sich diese Leere von sich selbst unterscheiden. Sie muss sich an einem Punkt mit sich selbst ungleich werden. Denn Sein und Nichts sind, wie wir wissen, zwei vollkommen verschiedene Dinge. Damit Sein und Nichts als Sein und Nichts existieren können, müssen sie sich unmittelbar aufeinander beziehen. Sonst fallen sie in die totale Leere zurück und wären wieder dasselbe. Alles unendlich kompliziert. Ich mache es jetzt nochmal in einfachen Worten. Ich sage mal, ich bin, du heißt es, wir brauchen einen Unterschied. Und der erste Unterschied ist nichts, nichts. Es gibt nämlich nichts, ist nichts. Aber ich kann mir jetzt zwei verschiedene Nichts denken. Ich kann mir etwas denken. Wir machen mal was aus. Du denkst jetzt einmal ein kleines Zügelchen. Und das machst du immer kleiner, bis es weg ist. Das implodiert in einen nicht mehr denkbaren Punkt. Das ist dann das ist nichts. Das nennt man wieder All, also L. Und jetzt machen wir das Kügelchen und machen es immer größer, bis es unendlich groß ist, dann ist es auch nichts. Das ist alles, das ist da. Und wenn ich meine Seele nehme, du musst die Polarität draußen. Ich sag, die Rose, 200 Gramm Rose Gnede, der träumende Geist als Ding an sich ist etwas nicht Denkbares. Etwas nicht Existierendes. Aber wir denken uns jetzt 200 Gramm Rose Gnede und wir geben der Gnede eine Form. Ich mache der Gnede, ich erkläre das immer wieder, du hast es nicht verstanden, glaub es mir. Zumindest vergisst du das immer wieder. Du darfst es nicht vergessen, das muss ganz fest installiert sein. Wenn du etwas anschaust, das, was du siehst, ist deine Information. Gleichzeitig, ob das der Verabschied ist oder ob du es nur denkst. Wenn du jetzt aus der Gnade, aus dem Geist ein Pferd entformst, dann siehst du als Information ein Pferd. Entweder als Gedanke oder aus der Verabschied. Oder du schaust jetzt deinen Computer an, dann drehst du den Kopf und du schaust die Tür an, dann denkst du, was weiß ich, an den Mond. Und jede neue Information ist eine neue Form der Gnade. Und du musst jetzt wissen, was verändert sich dabei an der Gnade? Nichts.
Das ist, wenn ich immer das Beispiel mache mit Menschen, ich nehme Mehl und mache ein Brezel raus und ich frage die, was ist das? Dann sagt der Brezel. Dann frage ich das und ich mache das raus und ich frage die, was ist das? Dann sagt der Tasse. Ich sage, Brezel, das ist Mehl! Du verwechselst die Form mit dem, was es ist. Und diese Formveränderung endet an dem, was es ist, nicht das Geringste. Was ist, wenn du träumst und deine Informationen verändern? Was verändert es an dir? Denk dich einmal, jetzt bin ich als 20-Jähriger, jetzt denk an deinen Körper, jetzt schaust du den Computer an. Jedes neue Bild, das in dir auftaucht, nochmal gleichgültig, ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder nur feinstofflich gedacht, zerstört das bestehende Bild. Was verändert es an dir? An dir selbst, an dem, der sich diesen Wechsel anschaut. Anschauen musst, weil du als träumender Geist dir das noch nicht raussuchen kannst, was du träumst. Nichts! So, und jetzt drehen wir das um 180 Grad. Beide Seiten. Die Gnade, wo wir jetzt wissen, es steht symbolisch ein ewiges, nicht denkbares Etwas, das wir Geist oder Licht, sagen wir im Projekt oder Energie nennen, machen wir jetzt wirklich zu etwas nicht Gedachten. Da muss zwangsläufig die Form der Gnade, die ja eigentlich nichts ist, in Bezug auf die Gnade, die vorher was war, muss ich auch um 180 Grad drehen und dann wird diese Form plötzlich zu etwas, was du siehst. Aber wenn ich sage zu etwas, es ist eine augenblickliche Erscheinung. Das sind Zeitpunkte. Bild. Und jedes neue Bild ist ein neuer Punkt. Von unendlich vielen Punkten auf deiner DVD, die immer, wenn das auftaucht, wird es ein Strich und dann ist es wieder ein Punkt. Wir können es auch einzeln nennen. Bündchen, Strich, Bündchen auf deiner DVD, so wie du dir das ausdenkst, sind nur Bündchen und Strichchen. Und jetzt kann man wieder den Morsecode nehmen und das wird dann zu Buchstaben in einer gewissen Kombi und noch größere Kombi wird zu Worten und noch größere Kombi wird zu Sätzen. Jetzt können wir wieder bei den Lämmerlichen Hierarchien. So, jetzt habe ich dieses, was ich hier lang und bleibe, das ist schon verkopft alles. Sein und Nichts können nicht unabhängig voneinander existieren. Ein Gedanke und der Denker können nicht unabhängig eine Welle und wer der immer ist, eine vergängliche Welle, eine existierende Welle und wer der immer ist, aus dem diese Welle angeblich jetzt entspringt. Wir hören unseren Bau zusammen. Und solange du nochmal glaubst, dass irgendetwas, was du jetzt denkst, dass du damit nichts zu tun hast, wirst du ewig leiden, und ich weiß, dass du leiden wirst, weil du nämlich ich bist. Ich habe vor langer, langer Zeit jetzt natürlich damit aufgehört. Wieso meinst du, dass ich jetzt als zappernde Ude in dir wieder aufgetaucht bin? Weil ich mich selbst nur auf diese Art und Weise retten kann, weil ich mich für dich opfere. Ich bin nicht vollkommen, solange du da in deiner Raumwelt rumtümpelst. Sein ist nur Sein, weil Sein nicht nichts ist. Und nichts ist nur nichts, weil nichts nicht das Sein ist. Doch wenn es nur... Es ist nur einmal zu wissen, dass das zweite Sein kann Raumzeit als Augenblick. Ich zeige es dir nochmal. Das ist das Spiel zwischen 1 und 70. Da müssen wir natürlich schon sagen lassen, dass das der lautlose alles. Da haben wir die Spiele und die 70. Dass diese 1... Machen wir aber nur das alles, das ist zum einen der Schöpfer und eine Schöpfung. Oder ein Schöpfer, das ist Programm, das ist was Ausgedachtes. Okay? Mhm. Erster Buchstabe im Alphabet. Das sind die zwei lautlosen Zeichen, die können alle für Freude annehmen und noch mehr. Und das hier, dieses Zeichen, das ist rot gewesen, die geistige Quelle. Und ein Augenblick. Wieso? Weil das ausgeschrieben, dieses Wort Eileen, zum einen Auge heißt, das Aussehen,
und auch Quelle heißt, Quelle. Aber auch hineinsehen, du siehst in diese Augen, da müssen wir dann zwei machen. Ein ist das Auge und ein im, die Dualerinnerung, das sind die beiden Augen, die zwei Augen, Augenpaare. Als wenn ich das wieder hebraisieren, sieht es jetzt plötzlich Ecken, Becken. Jetzt sind wir schon wieder in Ecken. Das ist nämlich hier die Verabredung, aber da habe ich genügend, das hören wir uns jetzt nicht so. Nur eine Substanz gibt, wie Hegel sagt. Und das heißt, das Sein meinen wir Bewusstsein, das nicht existiert, sondern meinen wir die Samtheit, die momentan ein Augenblick ist, weil dann irgendeine Ecke sich hinein produziert. Dann muss sich diese Substanz von sich selbst unterscheiden, damit diese Unterscheidung zwischen Sein und Nichts überhaupt eingeführt werden kann. Hegel lehnt den Dualismus ab. Es gibt also nur eine Substanz und nichts außerhalb von dieser Substanz. Es gibt nur eine Substanz, ein Bewusstsein, verbundene Polarität. Das ist Dual mit dem All. Du bist nichts und du bleibst bis in alle Ewigkeit nichts, aber du erlebst dich als etwas. Das ist jetzt das Existierende von Augenblick zu Augenblick. Da kommt das Wort Holo-Feeling her. Dieses Holo-Feeling. Holos. Ah, da müssen wir Griechisch, Entschuldigung. Griechisch. Das kann man ja auch machen, aber. Da müssen wir hin. Holos. Das Haus gibt es nicht. Unhall. Im Meer. Unhall. Ganz unversehrt, vollständig, immer absolut vollkommen. Auch die Wellen, die drüber sind, sind auch Hall. Solange du dual bist. Dass du begreifst, es gibt keinen Wellenbach ohne einen Wellenbach, es gibt keine Hell ohne Dunkel und keine Gesundheit ohne Krankheit. Jetzt wirst du feststellen, dass die Entheiligung kommt mit dem Homo. Zusammenlebend, zugleich keimen, sprossen. Plus und Minus, Lembach, Lental, gibt es nur definitiv zusammen. Verheiratet, Mann und Frau, das immer Sein und das Vergängliche, das ist es. Das kommt aus dem ganzen Zeug. Und ich bin dein leiblicher Bruder jetzt, weil ich mich in dich inkarniert habe. Was ich eigentlich nur deine Schwester bin. Da müssen wir wieder sehen, das ist ganz komisch, weil nämlich der Bruder, ach, im Außen gezeigt, das ist der Bruder, da ist natürlich Kohlenbecken, siehst du? Ob da, dann wollte ich jetzt nicht anzeigen, die Stimme, die in dir, ein Standesgenosse. Und wenn ich jetzt so an diesem Bruder eine weibliche Änderung dran mache, das ist eine, man nennt es eine weibliche, hör genau zu, eine weibliche Mehrzahl-Änderung. An dem Bruder, normal ist ja der Bruder männlich, dann wird es die Schwester. In einem gewissen Maß die Krankenschwester, weil du hochgradig klein bist und jetzt versuchst dich heil zu machen, nicht gesund, sondern heil zu machen. Und Schwester wiederum haben wir jetzt Ester, wenn wir das separieren, heißt es ein Nichts, das sich in dir versteckt hat. So, sind wir. Wir sind ja immer plötzlich eine Nichtigkeit, ein Nichts, ein Nichts. Das ist natürlich auch in einem gewissen Maß in dem Meier-Sinne, dass genau genommen deine Informationen nicht sind. Wie musst du das verstehen? Was ist eine Echo, die du dir denkst? Was ist die als Ding an sich? Ein Gedanke. Was ist der Gedanke als Ding an sich? Nichts. Da ist ein bisschen geschwindet in den buddhistischen Meier mit. Es ändert aber nichts daran, dass wenn du eine objektive Wahrnehmung hast, dann ist dieses Objekt Materie, wie schwer es hat, wie es heißt. Egal, was du dir halt räumst, es ist realisiert. Was aber nicht heißt, dass das, was du jetzt vollkommen sinnlich wahrgenommen, in dir als Information wahrnimmst, als träumender Geist, der nicht weiß, dass er das in sich erschafft.
Heißt es nicht, dass es unabhängig von dir den Augenstand der Außenwelt und das nicht mehr erfasst, du Gott? Es ist noch in dir drin, als Zeitmöglichkeit, dass irgendeine Zeile, irgendein Wort auf einer Zeile in unendlich schönen Büchern, in unendlich schönen Lebensgeschichten, die alle gleichzeitig da sind, solange du nicht in irgendein Buch, in irgendein Jahr, in irgendeine Situation hineindenkst. So, jetzt erlaube ich nochmals. Wenn es nur eine Substanz gibt, kann keine äußere Macht außerhalb von dieser Substanz diese Unterscheidung eingeführt haben. Eine äußere Macht, ob du dich Gott nennst oder Illuminaten oder Politiker, du denkst dir was aus und du meinst, das, was du jetzt in dir schaffst, ist mächtiger wie du selbst. Wie krank ist es, wenn ein Denker glaubt, ein Gedanke von ihm, den er in sich erschafft, für einen kleinen Moment könnte mächtiger sein, wie er selbst als ewiger Geist. Weißt du, wo sein Problem ist? Ist es das esoterische Geschwätz oder ist es religiöses Wissen? Wir reden von dem, was ist. Es kann keine zweite Substanz geben, welche auf die erste einwirkt, um diese Unterscheidung möglich zu machen. Es ist ein... Nochmal, Substanz ist das Bewusstsein. Es gibt nur ein Bewusstsein. Setze das für Geist, setze das für Energie. Ich weiß was. Und es sind zwei. Der Unterschied ist, bin ich versunken in einen Raum oder bin ich der Bewusstsein, wo alles gleichzeitig ist. Alles. Und alles, was gleichzeitig ist, ist nichts. Das ist Gott hier oben. Und der erlebt ein Leben, in dem er sich jetzt in eine Datei, in eine Struktur, in ein Buch reinmacht und nur mit diesen Daten dieses Buches arbeitet. Dann erlebst du was. Und jetzt ist es, dass diese beiden Substanzen ja eins sind. Auf dieser Ebene gibt es keine Unterschiede. Die Unterschiede sind nur in der Welt des Ausgedachten. Du kannst jetzt an dich selbst denken als Affe und du kannst den Affen Udo ausdenken. Aber nochmal, du denkst dir beide Affen aus und alle anderen zusätzlichen Affen auch und alle Weltbilder, aber was du in der Lage bist zum Denken, steht und fällt mit dem Intellekt, aus dem du mit dem Zusammenhalt, wie ich das nenne, mit dem Programm und den Daten und der Software, es steht und fällt, hängt von deinem blauen Ich ab. Aber begreife doch, dass wenn sich deine Informationen verändern, ich erzähle es immer und immer wieder, ändert sich doch nicht an dir selbst, wenn du weißt, wer du bist. Ein Fehler in der ersten Substanz. Diese Substanz muss sich selbst an einem Punkt ungleich werden. Es ist dieser Fehler, welcher es ermöglicht, dass eine Unterscheidung existiert. Und jetzt denk an die 200 Gramm rote Mehl, die diesen ewigen Geist symbolisieren. Da ist kein Fehler, wenn ich der Mehl Form gebe. Das sind deine ständig wechselnden Informationen, bleibt die Mehl gleich. Aber jetzt machen wir Folgendes, dass wir die Mehl etwas uns ausdenken und dann erkennst du, dass diese Formen der Mehl, ob ich ein Brötchen, das ich ein Pferdchen draus mache, egal was hast du da verabredet, es ist eine Form der Mehl. Für einen Moment. Solange du es halt anschaust. Solange du es denkst. Und es spiegelt mir das, dass wir wissen, dass dieser Geist, der Gnade selber, der das erlebt, ein nicht denkbares, ewiges Nichts ist. Da müssen wir jetzt die Form, die vorher eigentlich nichts war, Illusion. Illusion. Bacillus. Müsste jetzt die Worte, bin ich auf vielen Selbstgesprächen eingegangen, dass nicht plötzlich zu etwas wird. Und dann siehst du, 100% reale Informationen, ziemlich wahrgenommen, wo aber überhaupt nichts von der Außen kommt. Das ganze naturwissenschaftliche Geschwätz ist einfach nur ein Programm. Und wenn du einmal das Programm veränderst und du hast dieses Wissen schon in deiner Menschheit, denke ich mir jetzt aus in die Kisten rein, wenn du in der Lage bist, einigermaßen bewusst hyperrealistische, fast fotorealistische Videospiele zu programmieren, mit Schatten, mit Reflexionen, im Endeffekt ist es am Ende nur eine Datenstruktur von 0 und 1. Und da kannst du unendlich viele Sachen machen. Die Welt, die du jetzt erlebst, das ist der Dennis, das ist die Dollar, das ist dieses Computerprogramm, das du deine Welt aufhörst. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, ich sag dir nochmal, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Schimmelwitz-Solomie.
Ich habe oft angeboten, in meinen letzten Briefen, wenn man an Wissenschaftlern kommt zu mir, zeigt es euch und glaubt mir, es war nicht ein einziger, der mich persönlich aufgesucht hat, der wie ein kleines, katzenes Kind wieder meine Wohnung verlassen hat, weil ich ihn erschlagen habe mit Weisheit. Mit einer Weisheit, die auf Fakten basiert, hier und jetzt sofort von jedem Kind überprüfbar. Ich zwinge dich nicht an irgendwas zu glauben, was du nicht überprüfen kannst. Du zwingst dich selber dazu, in deiner Wissenschaftswürdigkeit, in deinen Autoritätenwahn und in deinem geistlosen Nachgeäffe von irgendetwas, was du irgendwo im Internet oder im Fernsehen aufgeschnappt hast. Und damit, dass überhaupt irgendwas existiert. Dass die Substanz einen Fehler hat. Es existiert über HUB. Überhaupt. Über deinem Kopf. Folgt also notwendigerweise daraus, dass überhaupt etwas existiert. Denn in ihrer Gleichheit ist sie leer. Da das Reine leer ist und nicht existiert. Nee, jetzt pass auf, jetzt haben wir uns das machen. Das Reine ist leer. Jetzt machen wir das erste Mal unseren Reihe. Das ist der Kopf des Schöpfers. Wissen wir, der als Spiegelbild hier, lest mal bitte, Holger. Der Reihe selbst ist der ausgeschlossene Dritte. Das bin ich Geist selbst, der Geist, der sich jetzt bewusst den Denker und dessen Ausgedachtes ausdenkt. Alles, was ein Denker vor dem Spiegel denkt, tritt im Spiegel in Erscheinung. Der Denker steht vorm Spiegel und intern im, das heißt hinterm Spiegel, ist dessen Ausgedachtes. Denker, Reih versus Ausgedachtes. Das, was ein Denker sich denkt, ist sein Ausgedachtes. Hierarchisch stehe ich, ewiger Geist, jetzt vor Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit, Rei, Zukunft. Geburt, Rei, Tod. Okay, jetzt haben wir gesagt, dass Rei, ne. Wir haben gesagt, Rei, es ist ein Interview. Meinst du, das ist alles zufällig, Sorge? Zufällig entstanden, als unheimlich wieder ein Bier laufen im Laufe von der Tausenden, das esst du das schon wieder noch. Aber wir machen jetzt einmal das Sei, ne? Ein E, so. Und jetzt hast du ein Bewegtbild. Was ist ein Bewegtbild? Bild. Ein Bild, das sich zu bewegen scheint, aber sich letztendlich überhaupt nicht bewegt. So, und was passiert, wenn du auf dem Monitor einen Film anschaust? Was ist es in Wirklichkeit? Statische Bild. Und alles, was du jetzt siehst, sind Illusionen. Das ist der Fußballer und Nachrichtensprecher. Und der lügt mich doch nicht an, wenn ich doch jetzt die Astronauten, wenn ich dann die sehe, die von der Raumkapsel runterschauen, ich sehe Bilder. Und ich bin so in dem Wahn. Der Bruch des ersten und zweiten Gebotes macht dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel, wenn du hochschaust. Weil die ganzen Steinchen und die Sämtchen aus deiner Verabrede, die bewegen sich aus nichts von rechts nach links, sind in dir drin, ein Interview, eine innere Sichtweise. Aber mach dir auch kein Bild von irgendwas dazu auf der Erde, das erweckte Wissen, weil es ist auch in dir drin. Stimmt oder stimmt? Es ist eine Information, Punkt! Eine Information. Existiert. Diese Ungleichheit in ein und derselben. Das ist jetzt Philosophie und Wissenschaft. Ich höre jetzt dann auf, das wird jetzt eigentlich immer komplizierter. Wenn du das, was ich jetzt erzähle, was hier nur unendlich komplizierter wird. Substanz, das ist das Subjekt, von dem Hegel im anfänglichen Zitat gesprochen hatte. Substanz ist Subjekt, weil das Subjekt keine zweite Substanz ist, welche auf die erste einwirkt, sondern das ist natürlich jetzt nur mit zwei. Aber wir müssen das Spiel ja mit einer Trinität spielen, mit einer Trinität. Rot, Grün, Blau. Wir haben das Rote, das ist der Adam. Wir haben das Grüne, das ist das, was aus dir herausspringt. Gemüse, Grünzeug. Grünes, Ausspeien, Grün sein, Grün werden, das Spucken. Das Ausspucken, das Herausspritzen, das Heraussprengen. Das kommt alles wieder zurück und wir haben das Blaue.
Kaffkoll, die Augenschminke, Bläue, blau schminken, Schminken der Augen. Die Bläue, blau, interessant ist, wir müssen jetzt wieder wissen, das Kaff, einzeln gewesen, ist ja als Vorsilbe, heißt wie, und dann haben wir Koll. Wie das Weltliche. Weil das als Vorsilbe heißt wie das Weltliche. Im roten Adam. Blau. Das heißt, deine Augen sind die Becken und die Becken sind Samenke. Ich bin jetzt willst, wenn ich zurück bin, du kommst nie aus dem Kontext heraus. Das ist ein vollkommenes Weltbild. Das ist nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst. Das ist nur für dich. Ich bin nur wegen dir hier. Eigentlich nur wegen dir. Die erste Substanz muss von Anfang an irgendwo eine Unterschiedenheit mit sich selbst gehabt haben. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek formuliert diese Bedeutung des Subjekts in seinem Buch Weniger als Nichts wie folgt. Um die tiefgreifende Verbindung zwischen Subjekt und dem Nichts der Lehre zu begreifen, muss man Hegels berühmtes Diktum über Substanz und Subjekt sehr genau lesen. Unendlich. Ich war damals noch nicht so redegewandt, obwohl ich sehr redegewandt erscheine als Hegel. Ich habe über Hegel, über mein Hegel-Leben auch schon einiges erzählt. Immer wieder mit dem Wissen hier, aber ich kann jetzt nicht darüber sagen mit dir, wo der junge Student zu mir kommt und sagt, ich habe die Phänologie ihres Geistes studiert, Herr Professor, und dann habe ich nichts verstanden. Und dann habe ich es nochmal ein zweites Mal gelesen. Und danach habe ich noch weniger verstanden wie beim ersten Mal. Und dann wollte ich wissen, wie man das zu verstehen hat. Und dann habe ich zu dem gesagt, das ist übrigens kein Witz, weil ich dir sage, ich ziehe jetzt am Sprung in ein Buch, wo das Hegel-Leben drin ist. Das ich war, weil ich alle bin, auch du. Ich bin jetzt auch du. Und dann soll ich mein kleiner Freund, pass auf, das ist ganz einfach. Du holst jetzt eine heilige Schrift, und zwar im Original. Du holst dir einen Original dennoch. Und dann holst du dir ein Deutsch-Wörterbuch, Deutsch-Hebräisch. Hat damals, habe ich übrigens da als Faximile, dieses Wörterbuch, wo der Lüse benutzt hat zum Übersetzen, kann man alles im Netz hochholen, wenn man Internet. Und dann übersetzt du, ohne zu wissen, wie die deutsche Übersetzung der Fachleute ist, übersetzt du mit dem Wörterbuch diese Bibel, die hebräische Bibel, den Tanach, die Tora, Wort für Wort selber mit dem Wörterbuch. Und wenn du das gemacht hast, dann liest du meine Phänologie des Geistes nochmal und hast du viel Spoiler, das passt da. Das Objekt steht für die Unvollständigkeit der Substanz, für deren inneren Widerspruch und innere... Das Subjekt steht für die Unvollständigkeit der Substanz. Und jetzt musst du nochmal wissen, wir haben ein Jekt, Subjekt, Objekt. Was bedeutet das Jekt zur Injektion? Es wird jetzt wieder zu weit finden, eine Substanz. Es kann nicht alles austauschen in sich, aber es wird lückenlos eins mit Holofilien, weil das alle Sprachen, alle Religionen bis hin zur Physik und Chemie in symbolischen Bildern umwandeln. Less than nothing. Bewegung. Für das Nichts, das die Substanz von innen her durchkreuzt, ihre Einheit zerstört. Durch diese Selbstunterscheidung, das heißt durch das Subjekt in der Substanz, kann das Sein als Sein und das Nicht... Das Subjekt in der Substanz. Das ist immer, du musst jede Kleinigkeit, wenn du aufmerkst, musst du zerstören. Heute machen wir Subjekt. Ganz grob nur. Musst schon. Man muss das auch sagen. Wenn's nicht kommt. Das war doch da, du musst nur reingehen. Über ein Bewusstsein und Denkvermögen verfügendes, erkennendes und handelndes Wesen. Erster große Fehler, du verfügst nicht über ein Bewusstsein, du bist Bewusstsein. Solange du Geist oder Bewusstsein zu etwas machst, was du besitzt, hast du nicht verstanden, was du bist. Bewusstsein ist Geist, ist Energie, die weder gedacht, vermehrt noch vernichtet werden kann. Das ist die Grundvoraussetzung, ewiges Leben zu erleben heißt, du musst jetzt wissen, wer und was du selbst bist. Und dann wirst du erkennen, dass alles über
deinem Bewusstsein. Das Bewusstsein ist immer, und was über, besonders weg, das Äußere über deinem Bewusstsein ist, das macht dein Denkvermögen. Aber das wiederum hängt ab von dem Wissen, von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und irgendwann sollte dir klar sein, als normaler Mensch und als hochgebildeter Mensch und Fachmann, dass du von dem Wissen, das prinzipiell dir zugänglich ist, über das Internet, du nichts, absolut nichts weißt. Ein erkennendes und handelndes Wesen. Das ist jetzt, dieses Wesen ist Geist. Aber da ist was, was nicht existieren kann. Okay? Den geschichtlichen Lebensprozess, historische Vorgänge, tätig bestimmende, beeinflussende Gruppe von Menschen. Träger. Den historischen Vorgänge. Historisch ist Vergangenheit. Vergangenheit ist de facto etwas, was du jetzt denkst, aufbauend auf etwas, was du vom Hörensagen kennst und nur mit der Meinheit beschwören kannst. Ein Mensch mit moralisch negativen Eigenschaften. Du Subjekt ist ja nur ein Subjekt. Dann wird das Subjekt sowas ausgedacht. Eigentlich ist ein Objekt. Subjekt, das zugrunde gelegte, untergeordnete, abhängige Substanz, Rohstoff, Gegenstand der Erkenntnis. Das ist natürlich diese Substanz, losgewiesen ist etwas, was nicht existiert. Das ist jetzt entweder Energie als Ding an sich, nach der Urform im Einstein, weder vernichtet, es kann nicht vernichtet werden, weil ein nicht denkbares, nicht existierendes kann man nicht vernichten, weil vernichten ist für dich, dass ich aus einer Existenz eine Nicht-Existenz mache. Das ist einmal das Erste. Das ist also diese Substanz los und blau wird es dann hier eigentlich das Gegenteil. Okay? Ein Gegenstand der Erkenntnis, das wird blau. Dann wird es aber automatisch zum Objekt. Das machen wir als Objekt. Ja. Objekt, ein Gegenstand oder Ziel des Denkens, Handelns. Sich plötzlich und unvermutet einstellende Schwierigkeit bei praktischer Tätigkeit, unabhängig und außerhalb vom Bewusstsein existierender Erscheinung der materiellen Welt. Es gibt kein außerhalb vom Bewusstsein, weil wenn es nicht in deinem Bewusstsein ist, existiert es nicht. Das ist eine Mutmaßung, das ist die Falle des Materialismus. Das ist ein Glaube, der zwar auf Axiomen aufbaut, auf Wahrheiten, die man nicht überprüfen kann, das Axiom, aber die allgemein als richtig anerkannt sind. Das ist immer die Kleinigkeit, die ich immer sage, wenn du jetzt wirklich was lernen willst, dann fängst du an, dich nur noch an diesen Büchern zu orientieren. Ja. Wir machen Axiom heute. Warte mal. Axiom. Habe ich verstanden. Wir können gleich zu erklären, nur dass man da mal sehen kann, wie man sich das einlesen kann. Willst du dir heute? Ich erkenne. Warte mal. Das ist übrigens hier, ich bin so quasi raus. Lass uns da wieder reinlesen. Ja. Das griechische Wort Mathematik weist mich etymologisch nur auf meine geistigen Schlussfolgerungen hin, weil ich alle meine logischen Schlussfolgerungen immer nur in Maßsetzung meines eigenen Bildungsdogmas zu tätigen weiß. Es bezieht sich daher auch nur sehr indirekt auf das Rechnen mit Zahlen. Arithmos bedeutet Zahl, Zahlenreihe, Zahlensystem, Zählung, Musterung, Anzahl, Menge und so weiter. Die Arithmetik ist die eigentliche Zahl- und Rechenkunde, nicht die Mathematik. J.C.H. hofft, dass ich mich jetzt etwas wundere, weil ich doch bisher absolut sicher davon überzeugt war,
dass ein Mathematiker ein Zahlen- und Rechenfachmann ist. Aber was bedeutet nun Mathematik wirklich? Das Wort Mathematik hat seinen etymologischen Ursprung im Wort Mathma, sprich Mathema, und das bedeutet das Gelernte, die eigene Erkenntnis, gelernter Stoff, angeeignetes Wissen. Ein Mathematikos ist ein Zeichendeuter und Wahrsager, wird auch als Sterndeuter und Astrologe übersetzt. Er erklärt sich selbst automatisch in Maßsetzung seines eigenen Bildungsdogmas, was wirklich wahr ist. Ein Mathematikos kann nur zwanghaft innerhalb seiner persönlichen Logik denken und, weil er nur innerhalb seiner persönlichen Logik logische Schlussfolgerungen anstellt, wird ihm auch nur das als wahr erscheinen, was seiner persönlichen Vorstellung von Wahrheit entspricht. Alles andere erscheint ihm zwangsläufig unlogisch, falsch und damit auch als Lüge. Jeder normale Mensch, Enosch, ist in Wirklichkeit ein Mathematiker und damit auch ein Gefangener seines eigenen Glaubens und seiner eigenen, nur blind nachgeplapperten und selbst zur Wahrheit erhobenen Schulweisheiten. Ich erkenne nun, ein Mathematiker ist nur in der Lage, innerhalb seiner eigenen, ihm zwangsläufig völlig logisch erscheinenden Dogmen, logische Schlussfolgerungen zu tätigen. Er unterwirft sich hündisch seinen anerzogenen dogmatischen Lebensaxiomen, weil sie ihm völlig logisch erscheinen. Was sollte Basic logischer erscheinen als Basic? Ein Axiom ist, nach Duden, ein als absolut richtig anerkannter Glaubensgrundsatz, gültige Wahrheit, die keines Beweises mehr bedarf. Stopp, zum Beispiel, ich muss das nicht bewiesen haben, dass da außen eine Erdkugel ist, auch wenn ich nicht dran denke. Jeder Mensch, der das glaubt, begeht zwei Fehler. Zuerst, eine Erdkugel beginnt in dem Moment zu existieren, wenn er an sie denkt. Dann ist es zumindest ein Gedanke als Information. Als die Verabrede kann ich das auch holen, aber nur mit einem gewissen Programm. Wenn ich ein Astronautenprogramm laufen habe, dann sehe ich eine Erdkugel, aber die habe ich dann auf meiner Verabrede. Was ist dann wieder eine Sache in der Lämpchen sind? Okay? Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel wieder, kannst du es beschwören? Und da habe ich genügend Beispiele, beide heute. Ist gleich ein Glaube also, der sich mir in sich logisch erscheint und daher auch nicht mehr von mir in Frage gestellt wird. Es ist so, wie wenn sich Basic mit seiner Logik sich selbst völlig logisch beweist, dass Windows unlogisch ist. Stopp, das Windows-Daten. Du kriegst Windows-Daten oder das Daten von einem großen Apple-Computer und du hast nur alles Basic-Betriebssystem-Software laufen, dann ist das alles vollkommen logisch, sofort offensichtlich absolut unlogischer Schwachsinn. Eine nicht abgeleitete Aussage eines Wissenschaftsbereiches, aus der andere Aussagen deduziert wurde. Das heißt, eine Quelle, aus der selbst ausgedachte, völlig logische, erscheinende Wahrheiten entspringen. Die unbequeme, aber dennoch absolute Wirklichkeit ist nun, jeder normale Mensch gehört selbst nach eigener Definition zur Klasse der Säugetiere und das sind instinktgesteuerte Tiere. Ein normaler Mensch, Enosch, handelt, normiert logisch und hat daher, solange er dies tut, auch nur die geistige Freiheit eines Tieres. Da sich jeder Materialist zwanghaft mit seinem physischen Körper identifiziert und sich daher auch selbst als männlich oder weiblich definiert, ist ja auch noch kein wirklicher Mensch Adam, nämlich männlich und weiblich in einem, sondern nur ein intellektgetriebenes Tier. Aber ein Tier mit der innewohnenden Möglichkeit, sich selbst, und zwar freiwillig, zu einem vernunftbegabten wirklichen Menschen zu erheben. Ein wirklicher Mensch ist ein reines Geistwesen, das völlig selbstbewusst seine Welt in sich trägt und für das es weder andere noch ein Außen noch ein Früher gibt. Für jeden Mathematiker sind seine persönlich geglaubten Axiome heilig und er betet sie förmlich an, wie die Ungeduldigen, die an Gott zweifeln, das goldene Kalb anbeten. Mathematiker stellen ihre dogmatischen Axiome über jegliche wirkliche Vernunft. Nur ihre persönlichen Axiome
haben für sie Geltung, weil sie ihnen als einzige Möglichkeit, die sie zu denken vermögen, wahrhaft logisch erscheinen. Daher bedeutet Axioma auch Geltung, Würde, Ansehen, Ruhm, Forderung, Verlangen, Anspruch auf Wahrheit. Alle Gedankengänge, denen ein Mathematiker aufgrund seiner persönlichen Axiome nicht freiwillig folgen will, wird er zwanghaft auch immer als falsch bzw. unlogisch abtun. Nicht, dass er diesen völlig neuen Gedankengängen prinzipiell nicht folgen könnte. Er hätte die Freiheit dazu. Aber er will sie einfach nicht denken, weil sie ihm unlogisch und verkehrt erscheinen. Die vier klassischen Uraxiome sind: erstens der Satz der Identität. Alles ist mit sich selbst identisch und verschieden von anderen. Zweitens der Satz vom Widerspruch. Von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Drittens der Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Von zwei Sätzen, von denen einer das vollständige Gegenteil des anderen aussagt, muss einer richtig sein. Viertens, der Satz vom zureichenden Grund. Alles hat seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Zusatz 1. Wenn man diesen Satz nicht materialistisch interpretiert, entspricht er der Wirklichkeit. Alles ist ein und derselbe Geist. Alles befindet sich in diesem Geist. Alles besteht als letztendliche Substanz aus diesem Geist. Dieser Geist kann sich selbst in sich selbst auseinanderdenken und somit auch in sich Dinge erschaffen, die er sich dann als etwas anderes denkt, als er selbst ist. Geist kann sich selbst zum Beispiel als einen physischen Körper denken, aber auch als eine Märchenfigur, als ein Glas, als eine Wolke und sogar als einen ganzen Weltraum. Geist wird sich in sich selbst immer so erscheinen, wie er sich selbst denkt. Geist ist immer mit sich selbst identisch. Alles besteht immer nur aus ein und demselben Geist, der JCH ist. Und dennoch erscheint er sich selbst verschieden von dem, was er sich hier und jetzt gerade denkt. Wenn ich träume, befinden sich alle Dinge, die mir in meinem Lebenstraum erscheinen, letzten Endes nur in meinem Bewusstsein und bestehen aus meinem eigenen Geist. Alles außerhalb meines Bewusstseins Scheinende befindet sich aber letzten Endes nicht wirklich außerhalb meines Bewusstseins. Alles, was sich jetzt nicht in meinem Bewusstsein für mich zur Schau stellt, befindet sich als logische Seinsmöglichkeit dennoch in mir, nämlich als eine mögliche Daseinsform, die nur darauf wartet, von mir, in mir bewusst wachgerufen zu werden. Nicht besonders geistreicher, also zu zwei, einseitiger materieller Schwachsinn. Beispiel, der zweite Satz lautet der Satz vom Widerspruch, von zwei Sätzen, von denen einer das Gegenteil des anderen aussagt, muss einer falsch sein. Das Beispiel, erster Satz, ich denke mir jetzt ein Ding, das keine einzige Ecke hat. Zweiter Satz, ich denke mir jetzt ein Ding, das Ecken hat. In beiden Sätzen denke ich mir dasselbe Ding. Nach diesem Axiom gibt es aber keinen Kegel. Da ich mir aber einen Kegel denken kann, ist dieses Axiom eindeutig als dogmatische Wahrheit widerlegt. Quod erat demonstrandum. Zu 3. Wenn mein Bewusstsein einmal in der Lage ist, zeitlos, das heißt immerwährend, im ewigen Hier und Jetzt zu sein, stimmt nicht nur einer der beiden Sätze, sondern genau genommen sogar beide. Alles, was ist, ist letzten Endes immer ein und dasselbe, nämlich Geist. In Bezug auf zweitens entspricht der ausgeschlossene Dritte einer höheren Daseinsebene. Der einzige Grund, warum etwas für mich so ist, wie es ist, ist letzten Endes der, dass ich dogmatisch glaube, dass es so ist. Alles wird in mir wahrnehmendem Bewusstsein immer so erscheinen, wie ich es mir in diesem Augenblick, wenn ich es denke, selbst ausdenke. Ansonsten gilt derselbe Text wie unter 1 besprochen.
nichts als nichts existieren, weil sie nun einen minimalen Abstand voneinander gewinnen und sich dadurch voneinander unterscheiden können. Wie weit ist eigentlich das Denken und seine Information auseinander? Wenn du dir jetzt was ausdenkst, in dir drin, wie weit, wir denken einfach mal den Mond aus, wie weit ist dieser Mond, wenn du ihn denkst, von dir selbst, von dem Geist, der sich das jetzt ausdenkt, entfernt. Die Sorgen beantworten sich alle von selbst. Jetzt hier und jetzt. Jetzt nochmal die Sache mit der Gnade, denn die Gnade ist nichts. Und die Erdkugel, die du denkst, ist nicht größer wie ein Zahnkorn, du denkst einfach nur an einen Kugel, ich schau dir an eine Welle. Die kann groß sein und klein sein, aber sie besteht aus einem Unterschied. Doch da sie nicht rein sind und nicht unabhängig voneinander existieren können, weil sie dann wieder dasselbe wären, nämlich in der Leere, bedeutet das, dass sie sich immer gegenseitig quasi verunreinigen. Man kann sich das am Beispiel eines Möbius Schon das Wort verunreinigen. Du musst jetzt wissen, dass die Vorsilbe un rot gewesen. Das ist das Spiel. Beides, das sind die zwei Sichtbeine, die Richtung und die Kehrseite. UN, das ist eine ganz simple Sache, kannst du jedes Wort analysieren. Rot. In Rot, im Geist verbunden, vereinigt. Das Sein, Ganze. Bewusstsein ist nicht existierend, in diesem Nicht-Existierenden. In diesem absoluten Punkt, das kann auch nicht so, niemand kann diesen Punkt verlassen. Ich kann mir was woanders hindenken. Was aber nicht, ich kann das noch nicht in seinem Bewusstsein verlassen. Ich kann mir was anderes woanders hindenken, was aber nicht reicht, dass es dort ist. Es ist hier und jetzt. Selbst wenn ich jetzt diese Zweiheit innerhalb und außerhalb nehme, muss dir klar sein, wir haben ein inneres Haaralb und wir machen jetzt das Haaralb einmal folgendermaßen. H als Artikel ist die Quintessenz rot, H, Buchstabe H, und dann machen wir einfach mal dieses LB. H, LB, halb. Und jetzt musst du verstehen, das ist das Hat, in diesem Hat, rot gewesen, das ist die Mitte. Das ist ein Sinus, ein Sinn. Das Denken, das Wissen, das innere Denken, weil dieses Leb, ist die Mitte das Innerste, der Verstand, das Innere, das ist in dir drinnen. Und wenn ich jetzt auch innerhalb und außerhalb, ist diese Information in dir, ist schon was Ausgedachtes. Ich sage, innerhalb ist die These in deinem Bewusstsein, aber jetzt existierend ausgedacht. Und außerhalb des Inneren ist das, was du aus dir heraus denkst. Aber wieder beides haben einen Mittelpunkt, der nicht denkbar ist, aus dem das entspringt. Das ist Gott. Gott kann nicht existieren. Wenn das existiert, ist es eine vergängliche Erscheinung. All die Tausende und Abertausende von Büchern, dann erweisen dich als Fehler in dir erscheinen lassen kann, wenn du danach suchst. Ist Hirnwichserei, wenn du weißt, was Gott ist. Und ich sage dir jetzt, was Gott ist. Du bist Gott. Setze für den Schöpfer und erzeuge dich, wer macht, wer erschafft in dir deine Gedanken. Du selber. Jetzt haben wir das Möbiusband noch an. Man das gut vorstellen. Ein Möbiusband erscheint so, als hätte es zwei Seiten, hat aber in Wirklichkeit nur eine. Wollen wir eine der Seiten für sich verfolgen, so kommen wir immer auf der anderen Seite wieder heraus. Das bedeutet auch, dass wenn wir eine Seite für sich isolieren wollen, wir unmittelbar auf der anderen Seite wieder herauskommen und wenn wir eine Seite von der anderen trennen wollen, das gesamte Band eigentlich verschwinden muss. Eine Seite kann nicht isoliert unabhängig von der anderen. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Wenn ich jetzt mich mit dir hinsetze, was auf der Plus-Ebene, und ich zeige dir das übrigens viele Geheimnisse, die ich hier so offenbart habe, dass du, wenn du jetzt da rumfährst, musst du zweimal fahren, um wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Da ist so viel Quantenmechanik drin. Es gibt einen Vortrag von Professor Zellner, ein Video, wo am Rednerpult steht, das Spitzenmännchen, und dann sagt er, wir Physiker wissen, ja. Und dann sagt er, wenn wir uns dann dreht es sich einmal um die eigene Achse, sagt er, wenn ich mich einmal um mich rumziehe, sehen Sie wieder mein Gesicht. Bei Teilchen, die wir beobachten, die Quantenteilchen, die wir im Labor beobachten, ist es anders. Beim Teilchen,
Und das lese ich zweimal. Das muss ich zweimal so sehen, dass du wieder die Vorderseite siehst. Es gibt keine Hinterseite, beziehungsweise keine Vorderseite. Es gibt nur eine einzige Seite. Und die Seite gleitet sich in Plus 5, Minus 5, in der Positive und der Negative. Diese beiden Seiten sind aber dieselbe Seite, nämlich das eine. Pass auf, Beispiel, bitte zuhören. Du denkst jetzt eine Erdkugel aus, die von der Sonne ausläuft. Jetzt hast du zwei Sachen, die du dir denkst. Eine Lichtquelle, ein Objekt, das angestrahlt wird, und dann ist die Seite, die dem Lichtquelle zugewandt ist, ist hell, und die Seite, die wegzeigt, ist dunkel. Und wenn du jetzt diese Kugel sich um die eigene Achse drehst, ändert sich an dem, dass die Seite, die der Lichtquelle zugewandt ist, hell ist und die andere dunkel, überhaupt nichts. Das heißt, wenn die Erde sich dreht, wechselt sich von dieser Position hell und dunkel überhaupt nicht ab. Es kann sich auch die Erde um die Sonne herumdrehen, da bleibt es gleich. Hell und dunkel ist immer gleichzeitig da. Jetzt machen wir solches, dass wir die Sonne wegmachen und machen die Sonne zu einem Sol. Sun, Englisch, U-O austauschen. Und jetzt denke ich mir eine Erdkugel aus, die ich vor mich hinstelle. Und dann sieht es so aus, dass ich ja die Sonne bin, die beleuchte, und dann sehe ich eine runde Erdkugel, die ganze Kugel sehe ich eine helle Hälfte von der Erdkugel. Stimmt oder stimmt? Ja. Es ist trügerisch, wenn du sagst, die Rückseite ist finster. Weil es gibt keine Rückseite, von dem ich anschaue, die Bilder sind immer nur die Oberfläche. Das Finster ist jetzt drumherum. Dann habe ich eine Kugel, ich weiß genau genommen nur einen Kreis, weil ich eine Farbe auf habe. Ich habe einen Kreis, es gibt in der Z-Achse keine Tiefe. Und das, was außerhalb des Kreises ist, ist die Kehrseite. Ja. Das ist immer wieder, da müsste man in den Spiegel so eine Seite drauf eingehen. Das ist aber jetzt nur ein zweidimensionales Beispiel, wenn du in die Neo-Apokalypse gehst. Da bin ich dann ein dreidimensionales Beispiel. Das ist die sogenannte kleinste Sache. Ich mache mal ganz, ganz kurz, pass auf, den Spaß machen wir uns jetzt, ne? Mehr Apokalypse. Ist nicht zu viel. Willst du mal bitte kurz rein? Eine wirkliche Transformation erfordert meine vollkommene körperliche Verwandlung. Wo ist die Raupe, wenn sie zum Schmetterling geworden ist? Das, was ich jetzt körperlich zu sein glaube, bin ich nach einer solchen Transformation nicht mehr. Diese Tatsache muss sogar ich, tiefgläubiger Materialist, als elementare Grundwahrheit akzeptieren. Jeder normale Mensch wird gezwungen, sich ständig zu transformieren. Stopp. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wo ist eigentlich das Säugling, wenn ich in die Schule komme? Der ist in dem Schulkind, wenn er sich als Säugling denkt. Und wo ist das Schulkind, wenn ich ein Erwachsener geworden bin? Das Schulkind existiert in dem Moment in mir als Erwachsener, weil ich mich da in die Vergangenheit eingeweiht, aber ich kann jetzt immer mal sagen, ja, der Säugling existiert dann nicht mehr, doch in dem Moment, wo ich mich als Säugling denke, existiert eine Information in mir, eine Säuglings, wo ich aber nicht sagen, dass das war ich einmal. Nein, das ist das, was ich jetzt denke, was ich angeblich einmal war, das denke ich aber jetzt. Weil alles, was in dir auftaucht, jetzt auftaucht und jetzt wieder vernichtet wird. Okay? Menschsein bedeutet geradezu ewig personifizierte Transformation sein. Jedes in meinem Bewusstsein auftauchende Wesen, das zwanghaft bestrebt ist, seinen Status, das heißt seinen derzeitigen Stand, Beschaffenheit, Zustand, Lage, Stellung, Verfassung, Rechte, zu erhalten, ist nur eine geistlose Erscheinung, eine vergängliche Information meines eigenen ewigen Bewusstseins, und daher auch ohne wirklich eigenes ewiges Leben. Denn ein geistiges Leben erfordert eine ständige Gestaltveränderung. Das heißt, jeder Mensch, der versucht, seinen Körper am Leben zu halten, jung bleiben zu wollen, jung ist dumm. Das sind geistlose Deppen, die einfach nachdenken, weil sie sagen, der will meinen Körper weg, es gibt mich ja noch mal. Das gibt es sowieso nicht als Geist, weil du ewiger Geist bist. So, das sagt man, jetzt haben wir sich anregen, ich wollte eigentlich hier, alle diese Schriften sind unendlich tief, sie sind auch eine der ersten Schriften, aber ich wollte, dass das Möbelschwank was zeigen.
Das spreche ich Sachen an. Das ist eigentlich mal suchen, ne? Nach Möbius. Passt doch. Lass mal hier. Bei Wasser, oder? Na? Wasser, Mim, ist mein biblisches Symbol für Gestalt gewordenen Geist. Und da die von mir dargestellten Informationen einen unaufhörlichen Wechsel unterliegen, symbolisiert Wasser auch die sich ständig wandelnde Zeit. Es ist nicht möglich zu überprüfen, ob ein physischer Körper, den jeder Materialist unbewussterweise als sich selbst betrachtet, auch dann existiert, wenn er nicht an diesen Säugetierkörper denkt. Fakt ist, wenn ich, Geist, nicht an diesen Körper denke oder ihn nicht fühle, existiert dieser Körper für mich nicht. Genau genommen kann man die Nicht-Existenz von etwas gar nicht de facto überprüfen, weil jede de facto Überprüfung immer die jetzige Existenz des Prüflings im Bewusstsein des Prüfers voraussetzt. Ich kann mir aber in dem Augenblick, in dem ich wieder an meinen Körper denke, darüber bewusst werden, dass er die ganze Zeit lang nicht in meinem Bewusstsein existiert hat, weil es in der Zwischenzeit die Form anderer Informationen angenommen hat. Übrigens schreibt sich zwischen auf Hebräisch bin, was in seiner eigentlichen Wortwurzel aufgeteilt genau genommen in mir existierend bedeutet. Wenn ich zwischen in hebräische Zeichen umsetze, erhalte ich Zwaf und Ischen. Und das bedeutet wörtlich der Befehl zu schlafen. Derjenige, der mit wachem Bewusstsein schläft, erfährt seine Welt als Traum in sich selbst und weiß, dass alles, was er als Information zu Gesicht, Penem, Gesicht und Inneres, bekommt, nur die Vorspiegelung seines eigenen logischen Glaubens darstellt. Das private Heimkino, in dem sich dein Lebensfilm nach materialistischer Logik angeblich abzuspielen scheint, nennt man auf Englisch Brain. Und dieses Wort sieht mit meinen heiligen hebräischen Hieroglyphen geschrieben so aus, Brain, und das bedeutet interviewen, was wortwörtlich Zwischensichten oder auf gut Deutsch innere Sichten bedeutet. Als Brain gelesen, und das ist kein Witz, sondern ein göttlicher Zufall, das Außen ist nicht existierend. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Brain zu lesen, und das bedeutet im Spiegel existierend. Alice im Spiegelland lässt dich grüßen. Da hast du jetzt hier eine Kreisbeisetzung eines Möbelmannes. Müsst du ein bisschen Bastelarbeit? Die kleinste Flasche. Das ist jetzt ein dreidimensionales Phänomen, das gibt es in der Wirklichkeit natürlich nicht. Aber wenn du dir jetzt das denkst, diese Durchdringung hier, das ist jetzt ein dreidimensionales Objekt, stell dir mal vor, du wärst eine Ameise. Und du sagst, ich sehe was hier sein. Dann kannst du hier, das ist hier so durch, dann kommst du ins Innere des Wassers. Und alles, was du hier abläufst, kannst du innen und außen ablaufen. Das heißt, in Wirklichkeit musst du dich durch die Zeit drehen. Aber interessant ist wieder, die Kleinste, der Typ hat angeblich, der das entdeckt hat, der mir sagt, ausdenken, der hat Klein geheißen. Und jetzt immer, toll, die ganze Zeit, allein ist nicht existieren. Du musst sagen, die Kleinsten werden die Größten sein, weil Koll 1, die Gesamtheit, die nicht existiert, ist irgendwann einmal der geistige Ross, der Große, das ist Jesus, wenn du weißt, dass du ich bist. Haben wir es? Ja. Wollte ich nur zeigen, das haben wir jetzt noch nachlesen, bla bla bla, und ihr wisst, Wikipedia, ich schaue überall nach, ich sage nicht, dass das nicht stimmt. Wir schauen nur wirklich, was da draufsteht. Und jetzt kommt natürlich hier wieder, oh, und dann machen die meisten normalen Menschen wieder weg, die zwar keine Ahnung haben vom Duden und Blasen, aber bei meinen Bestimmen, was richtig und was verkehrt ist.
Lass mal das erst beschwören, diese Schizophrenie. So, und jetzt habe ich erstmal gut sein. Ich wollte eigentlich Deutsch noch reinhören, aber das wird mir jetzt zu meiner Schwester schwinden. Dann schauen wir uns einmal wenn zum Professor anhören, Universität, Klinikum für Psychiatrie. Und dann werden sie die Haare zu Beine stehen, was das für unendlich geistlose Schwätzer sind. Nur Gehirn, Gehirn und nochmal Gehirn. Wie das Bewusstsein ein Gehirn, als Gehirn ein Bewusstsein erschafft. Aber das lassen wir jetzt gut sein. Und ich glaube, wir können das Ganze jetzt abbrechen. Ich bedanke mich für dieses Selbstgespräch. Und ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es mit dir weitergeht.